Los geht's. Wie immer die Frage an Jaroslav, unseren Streaming-Beauftragten. Beide Daumen hoch, dann einen wunderschönen guten Morgen, lieber Stream. Willkommen zur Fraktionssitzung der 2019 Piraten zurzeit, ne? 19. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht genau, man weiß es nicht genau. Im Herzen. Oh, das ist... Waren wir schon immer 237 Piraten. Im Herzen waren wir schon immer 237. Mir ist schlecht. So, es ist Plenarwoche, das seht ihr an der Tagesordnung. Ich habe die eben schon getwittert, einmal mit, einmal ohne Timer, was euch halt lieber ist. Wir haben eine Formalie abzufragen, es sind zwei nicht öffentliche Teile beantragt. Dazu gab es Vorlagen in euren Fächern, wenn ich mich recht entsinne. Ja, gestern schon. Gibt es dazu Nachfragen? Muss ich da noch was zu erläutern? Frag doch rum, wenn man nach zu Hause gehen, nochmal in sein Fach guckt. Ja, natürlich. Ja, sobald wie ich von jedem... einen Schlüssel habe, um eine verschlüsselte E-Mail zu schicken, schicke ich das auch über die Liste. Völlig richtig. Ja, die E-Mail ist super. Dann geht das auch über die Liste. Man kann es nicht entschlüsseln, aber es geht über die Liste. Gut. Gibt es da Widerstand oder Ergänzungswünsche? Ihr seht das in Zeile 48 und 49. Gut. Dann... sehe ich das so bestätigt. Nach der öffentlichen Tagesordnung machen wir den nicht öffentlichen Teil. Es müsste Top 6 oder 7 oder sowas sein. Björn, scrollst du mal eben runter, damit das jeder sehen kann. Genau, schon eingetragen. Wie schön. Dann sehe ich das so als bestätigt an. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht des Vorstandes. Ich tippe mal auf Moni. Eigentlich gebe ich dann immer nur weiter an Ingo. Schönen guten Morgen. Ja, also täglich Grüße aus Murmeltier, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Perfekte Überleitung, täglich Grüße aus Murmeltier. Auch bei dieser Plenarphase würden wir gerne eine Plenarübersicht verschicken. Ich habe in Kooperation mit dem Jens zu jedem Antrag, den wir einreichen wollen, wieder diese Kurzzusammenfassungen geschrieben. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wir hätten uns sehr darüber gefreut, wenn jeder antragstellende MDL uns einen Text gegeben hätte. Allein daran, dass das Konjunktiv benutzt wurde, könnt ihr erkennen, dass das auch dieses Mal leider nicht so ganz funktioniert hat. Mit Blick auf die anstehenden Tage wollen wir ja auch wieder tagesaktuell diese Statements rausschicken. Und da appelliere ich jetzt wirklich nochmal ganz eindringlich an jeden MDL, der einen Antrag eingereicht hat, uns wenigstens mit irgendwelchen Infos zu versorgen, was Inhalte aus der Rede sein können oder schlichtweg die Beantwortung der Frage, warum ist uns dieses Thema wichtig. Gerade mit Blick auf den Weggang von Simone kriegen wir den sowieso schon enormen Zeitaufwand und Arbeitsaufwand nicht wirklich gewährleistet. Und von daher wäre gerade mit diesem Hintergrund eine Zulieferung enorm wichtig. Wir haben einfach nicht die Zeit, sämtlichen MDLs hinterherzulaufen und um Informationen zu bitteln und zu betteln. Deswegen wirklich nochmal eindringliche Bitte, gebt uns irgendwelche Inhalte aus euren Reden. Und wenn ihr sie noch nicht geschrieben habt, dann schreibt uns wenigstens zwei Sätze auf, was ihr denn sagen wollt. Das jeweils für den Plenartag bis 12 Uhr, sodass wir dann noch 3 Stunden Zeit haben, um das dann nochmal orthografisch zu überarbeiten und dann bis 15 Uhr rauszuschicken. Darf ich, Herr Versammlungsleiter? Ja. Du hast ja gerade schon begonnen mit täglich grüßt das Murmeltier. Ich kann mich auch erinnern, dass wir die Diskussion bzw. diesen Bericht von dir schon mehrfach entgegengenommen haben, dass halt die entsprechenden Statements zu unseren Anträgen fehlen. Aus meiner Sicht ergeben sich daraus 2 mögliche Konsequenzen. Entweder verschicken wir unsere Plenarübersicht ohne die entsprechenden Statements, wenn halt keine rechtzeitig vorliegen. Das wäre die erste Konsequenz. Die zweite wäre, wir versuchen halt, oder Ingo versucht weiter irgendwie daran zu kommen und verschwendet wahnsinnig viel Zeit. Finde ich persönlich irgendwie suboptimal. Da könnte eine mögliche Lösung sein, ich hatte gestern mit Ingo schon mal so zwischen Tür und Angel mehr oder weniger drüber gesprochen, ob wir nicht dieses Statement direkt beim Einreichen unseres Antrags, also mit unserem Antragsdeckblatt und so weiter, wenn wir das entsprechend ergänzen würden und direkt das Statement da drauf packen.
Ich glaube, in der Zwischenzeit zwischen Antragseinreichung und Behandlung im Plenum ändert sich am tatsächlichen Bedarfsverhalt, Sachverhalt hier irgendwie nichts mehr. Und dann hat man zumindest eine Basis. Und wenn dieses Statement doch irgendwie verändert werden soll, dann kann man das noch rechtzeitig tun. Das wäre quasi ein Antrag, so zu verfahren. Gut. Dann würde es auch Sinn machen, diese Kurzzusammenfassung dazu zu geben. Dann bitte beides. Genau. Dann hast du nämlich alles komplett. Dass man erst in 3-4 Sätzen den Inhalt des Antrags nochmal zusammenfasst und darunter ein Statement abgibt, dann hat Ingo für beide Teile, die er rausschickt, alle Informationen. Beides wäre auch sehr hilfreich, glaube ich, für unser Fraktionsmumble, wo wir ja beim letzten Mal auch festgestellt haben, dass es für die Basis vielleicht etwas schwierig ist, die einzelnen Anträge nachzuvollziehen, da wir nicht erwarten können, dass die Basis sich alle Anträge wirklich von vorne bis hinten irgendwie studiert. Und da ist, glaube ich, so eine Kurzzusammenfassung ganz, ganz hilfreich. Möchten wir das hochoffiziell abstimmen? Ach, das ist, verstehe. Kondensmilch. Gut, verstehe. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Wir werden dann das Antragsformular, was da an Antrag Ed geschickt werden muss, entsprechend ändern. Und gut, hervorragend. Ja, genau, Formular mit Stempel. So, also die Texte, die ich jetzt gleich an die antragstellenden MDL verteile, bitte ich ganz kurz gegenzuchecken und mir im Laufe der Phrasi zurückzugeben, sodass wir heute Mittag dann nach der Phrasi die Plenarübersicht rausschicken können. Die nächste Piratenstunde werden wir auch heute kommunizieren, ist am Montag. Die beiden Daniels und der Toso hatten sich bereit erklärt, am Montag die Piratenstunde zu machen. Der Vorstand hatte in dem Zusammenhang darum gebeten, eine weitere Hitliste anzufertigen über die Teilnahme der MDL bei den einzelnen Piratenstunden in der Vergangenheit. Könnt ihr im Vorstandsprotokoll von gestern nachlesen. Auf 73 kommt da keiner. So viel schon mal vorweg. So, dann noch ein letztes. Ich sagte es eben schon mal mit Weggang von Simone. Schwimmen wir so ein bisschen, was die große Anzahl an Aufgaben angeht, was wir in der Pressestelle alles auf der Agenda haben. Deswegen haben wir das gestern in der Vorstandssitzung thematisiert. Ich bat um eine Priorisierung, worum wir uns auf jeden Fall zu kümmern haben und was wir unter Umständen hinten runterfallen lassen können. Und da gab es das Ergebnis, dass wir alle MDLs bitten zu twittern, weil wir das halt eben parallel zu der Plenarübersicht und Betreuung der Journalisten nicht in dieser Intensität beibehalten können, wie man das von den vergangenen Plenarsitzungen kennt. Wir werden, wenn wir die Zeit haben, wenn es sich anbietet, auch twittern, aber mit Sicherheit nicht in dieser Intensität, wie wir das bislang so gewohnt sind, weil wir einfach, Jens und ich, uns aufteilen müssen und irgendwo sagen müssen, entweder Plenarübersicht und Pressebetreuung oder twittern. Alles drei in der gewohnten Intensität werden wir nicht wirklich hinkriegen. Von daher nochmal da die eindringliche Bitte an alle MDLs, auch da aus dem Plenarsaal heraus den 20-Piraten-Account zu bedienen. Wer dann technische Zugangshürden hat und das Passwort nicht mehr kennt, lasst es mich bitte wissen. Das kriegen wir ganz schnell geregelt. Ansonsten, da bitte ich dann um Verständnis, dass wir da nicht so intensiv unterwegs sein können. Das war's. Okay, dann mache ich weiter. Wir haben, wie sonst auch, die Fraktionssitzung vorbereitet, haben uns auch nochmal die Beschlussvorlage, dieses Plenarprotokoll da angeguckt, das PET mit den Reden. Dann haben wir kurz über die Klausurtagung der Referenten gesprochen und dass wir das eigentlich gut finden und dass ich gerne Ende Januar mit den Referenten einen Tag außer Düsseldorf verbringen würde. Ich würde von der Referentenseite her ein Team zusammenstellen aus Freiwilligen, die das vorbereiten. Wird euch auch im Vorfeld dann irgendwie eine Tagesordnung geben, worüber sie reden bzw. arbeiten wollen. Und ich denke, dass ihr damit einverstanden seid, wenn die Referenten dann einen Tag gemeinsam irgendwie
arbeiten und gucken, wo sie vielleicht zusammenarbeiten können oder wo man noch Themen findet, die vielleicht zum Frühjahr kommen können. Dann haben wir über einen möglichen Datenschutzbeauftragten gesprochen. Das hatte der Lukas angesprochen und der will mal Angebote einholen von Dienstleistern, dass hier in der Fraktion mal geschaut wird, ob wir einfach eigentlich alle Datenschutzbestimmungen einhalten und ob wir da in der richtigen Spur sind. Dann haben wir noch mal kurz über die Ehrenamtskommission gesprochen, die sich jetzt finden soll. Und wenn ich das richtig sehe, macht Toso das. Ist das, habe ich das? Frank macht das. Frank und ich machen das gemeinsam. Von der Arbeit her, ich laufe dahin. Ja. Frank macht die Arbeit. Ja. Wir werden dann sich finden. Okay. Dann haben wir noch kurz über die Haushaltsänderungsanträge gesprochen. Und der Toso hatte angeregt, eine Studie zur Entwicklung des Arbeitsmarktes in NRW in Auftrag zu geben. Da kann der Toso vielleicht was zu sagen. Was ich noch sagen will, das haben wir gestern nicht besprochen, das ist aber wichtig, wir müssen einen Vertreter für den WestLB haben, das muss durchs Plenum abgestimmt werden. Das heißt, wir müssen den entsprechenden Antrag schreiben. Ich glaube, wir hatten uns da schon festgelegt, dass du das machst, Nico. Ist das richtig? Dann würde ich nämlich gucken, dass wir das eventuell jetzt noch durchs Plenum kriegen, dass wir den Antrag jetzt noch mit reingeben können. Und dann hatten wir über die NRW-Bank gesprochen, das ist richtig, dass wir da auch noch jemanden brauchen. Kann mir da noch jemand auf die Sprünge helfen, wer das, wen wir da... Ja? Okay, dann Toso, sagst du noch mal was zu diesem... Es geht dabei um eine Studie zur Entwicklung des Arbeitsmarktes. NRW ist halt ein bisschen sehr heterogen. Im Münsterland gibt es ein ganz Stück freie Stellen, im Ruhrgebiet eher nicht. Das Ganze wird halt durch die Entwicklung... jetzt ist der hier neben mir so ein Riesenbaguette. Nee, leider ohne Met, mit Käse. Ja, Met haben wir hier nicht gehabt. Ja. Da bin ich sehr dankbar für. Auf jeden Fall wäre es eine wichtige Geschichte, wenn wir da ein wenig forschen lassen würden, wie denn das Ganze in Zukunft aussehen wird, weil wir auch nur damit die Mittel des Europäischen Sozialfonds sinnvoll einsetzen können, in meinen Augen. Zurzeit wird das einfach breit gestreut. Und da, wo es einen Schulungsanbieter gibt, der das übernehmen möchte, findet sowas statt. Eine Steuerung findet zurzeit fast gar nicht statt, jedenfalls nicht auf Landesebene. Und das wäre eigentlich Aufgabe des Landes, hier eine Steuerung vorzunehmen. Dazu braucht man Grundlagen, ein gewisses Wissen halt. Allerdings sind diese Studien nicht für lau zu haben. Ich kann gleich auch hier eben noch den PET-Link vom PET, was wir da angefangen haben, noch reinpacken. Ich denke, dass wir unter 20.000 bis 25.000 Euro nicht dabei rauskommen. Und da ist halt meine Abfrage an die Fraktion, ob wir uns da dementsprechend in der Größenordnung engagieren wollen oder nicht. Das muss auch keine Diskussionsgrundlage sein an der Stelle. Nachfragen? Dietmar. Die Diskussion läuft ja schon ein bisschen länger. Also nicht bei uns. Und wäre das nicht eher eine typische Aufgabe, die von Arbeitnehmerverbänden oder von Gewerkschaften durchzuführen wäre? Frage. Kann ich direkt darauf antworten? Genau. Von Arbeitnehmerverbänden oder von Gewerkschaften hat es ab und an diesen Stallgeruch, dass es dann in genau die Richtung des Auftraggebers geht. Und ich sehe uns da eigentlich als sehr, sehr neutralen Mittler. Wir würden das Ganze halt ohne diese ganzen Stallgerüche in Auftrag geben und tun wollen. Das wäre die Idee dahinter. Moni. Ist ja jetzt eigentlich nur Bericht des Vorstands. Können wir dann, könnt ihr euch durch den Kopf gehen lassen, vielleicht drüber nachdenken und dann machen wir es jetzt nächste oder übernächste Woche als normalen Tagesordnungspunkt, wo wir es diskutieren können. Einverstanden? Ja, wir hatten es hier auch als Tagesordnungspunkt drauf, können wir aber auch nächste Woche machen oder ich mache einen Umlaufbeschluss draus. Ja. Ich würde das ja sowieso noch mit einem konkreten Angebot unterfüttern. Ich hätte jetzt nur, wenn jetzt hier konkret ganz viel Gegenwind kommt, gesagt, dann brauche ich da keine Energie reinzustecken. Danke.
So, weitere Punkte zum Bericht des Vorstands sehe ich nicht. Das Vorstandspad ist ja auch verlinkt. Da steht ja auch nochmal alles drin. Gibt es da noch Rückfragen zu? Sonst würde ich jetzt zu den Haushaltsänderungsanträgen kommen. Beziehungsweise wir alle, nicht ich. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Haushaltsänderungsanträge. Wer möchte da loslegen? Gut, dann gucke ich mal da rein, wer loslegen muss. Wer steht denn als Erster da drin? Antrag der CDU. Nee, Moni möchte anfangen, ja dann. Ja, ich würde jetzt gerne noch mal die prinzipielle Frage aufwerfen, ob wir unsere Haushaltsänderungsanträge jetzt in der zweiten Lesung oder wie es die anderen wahrscheinlich auch schon in der dritten Lesung abstimmen lassen. Also das wäre jetzt die prinzipielle Entscheidung, die wir treffen müssten. Also ich meine, letztes Mal hätten wir es in der dritten Lesung gemacht und ich glaube, das ist vom Zeitlichen her, weil sich vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle noch was tut, noch was ergibt, wir noch einen neuen haben, whatever, hielt ich das eigentlich für die richtige Strategie. Ja, dann würde ich einfach mal Dietmar befragen. Du bist unser Mitglied im Haushalt- und Finanzausschuss. Haben wir so gemacht, haben wir auch besprochen intern bei uns im Team, halten wir auch für richtig und sinnvoll, die jetzt nicht neu einzubringen. Wobei es wird wahrscheinlich trotz allem Haushaltsänderungsanträge möglicherweise von anderen Fraktionen geben, von der FDP sicher nicht, denn die hatten schon von vornherein angekündigt, zur zweiten Lesung überhaupt gar nichts zu machen. CDU hat jetzt nochmal aktuell Haushaltsänderungsanträge wohl in Bearbeitung. Ob die dann allerdings auch zur zweiten Lesung gestellt werden, weiß man nicht. Von daher würde ich dieses Verfahren in der Tat so auch vorschlagen, dass wir das zur dritten Lesung, denn da kann sich ja bis dahin auch intern, interfraktionell oder wie auch immer noch einiges ergeben und tun. Von daher ja. Gut. Ja. Betrifft das, ach so, Robert. Also zu der Frage der Anträge von anderen Fraktionen. Also es gibt Hinweise, dass es wenige Änderungsanträge und zwar auch neue Änderungsanträge von anderen Fraktionen geben wird für morgen. Wir wissen noch nicht genau von welchen Fraktionen, aber es gibt jedenfalls Hinweise, dass es, ich sag mal so, zwischen 3 und 10 Anträge geben wird. Außerdem sind heute Morgen hier 2 Änderungsanträge von Robert Stein reingekommen und wir müssen irgendwie in den Verfahren festlegen, wie wir insgesamt mit diesen Änderungsanträgen, die uns morgen früh zugehen, im Plenum verfahren wollen. Wir hatten ja ursprünglich schon damit gerechnet, dass das so kommt und deswegen hatten wir im Haushaltsberatungsfahrplan auch vorgesehen, dass vor der Plenumssitzung um 9 Uhr wir uns wieder treffen, um die eventuell dann eingereichten Änderungsanträge der anderen Fraktionen zu besprechen. Sofern sie bis dahin vorliegen. Ich gehe allerdings davon aus, dass sie tatsächlich bis dahin vorliegen. Ich kann mir vorstellen, dass 9.30 Uhr vielleicht auch reicht, aber um 9.30 Uhr müsste es dann auch wirklich losgehen. Gut, Moni? Für alle, die das nicht verstanden haben, das heißt, wir treffen uns morgen hier um 9.30 Uhr spätestens. Ja, das habe ich richtig verstanden. Ich bin noch bei der Kirche beim Frühstück. Dietmar. Das ist gut und das ist auch richtig. Und ich hoffe, dass also in dem Falle, da wir das soweit dann auch notfalls telefonisch oder wie auch immer vorbereitet haben werden, ich voraussichtlich an dem Termin nicht werde teilnehmen können, weil ich bereits hier im Parlament eine andere offizielle Sitzung habe, die dann läuft, die ab 9 Uhr läuft. Ich muss gucken, wie lange die läuft. Es kann sein, dass sie um 9.30 Uhr bereits zu Ende ist, weil es nur eine Absprache ist, dort getroffen werden muss. Von daher wollte ich das nur schon mal jetzt ankündigen. Wobei natürlich Robert, Matthias und weiß nicht, ob Michelle dann da sein wird, ausreichend im Bilde sein werden. Ja, Olli, du dann auch auf die Rednerliste. Kurze Anmerkung von mir, es liegen ja jetzt schon Änderungsanträge vor. Robert, schafft ihr das, die ins Redmine zu kippen, sodass wir da direkt einen Beschluss zu treffen können? Das erspart uns morgen vielleicht ein bisschen Zeit.
Also diejenigen, die jetzt öffentlich vorliegen, hier von Robert Stein, denke ich, ist mir egal, klar. Von wem. Ne? Nur diejenigen, die noch auch nicht öffentlich CDU vorliegen, können wir nicht ins Red Mind geben. Und auch die von den Grünen. Ja. Genau, alles, was ungeklärt ist. Ja, alles, was bisher das da ist. Meinetwegen auch die von Rewe. Hat doch gesagt, FDP. Ach, hat er. Gut, Olli, bitte. Gut, einmal, ich habe morgen um 8.30 Uhr hier schon einen Termin. Ich bin bestimmt telefonisch erreichbar, aber werden nicht da sein können. Wenn wir jetzt alles zur dritten Lesung abstimmen, wie läuft das dann mit den Denkmalschutzanträgen? Kannst du doch. Ja. Also ich würde vorschlagen, wir bringen sozusagen wie alle anderen Anträge auch den zunächst im HFA ein. Zur dritten Lesung im HFA einfach. Das wäre mein Vorschlag. Gut, dann bin ich gerade gefragt worden, einmal abzufragen, wer morgen früh dann an der Sitzung teilnehmen wird. Einmal nur bitte per Handzeichen, wer schaffen wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, also ein Drittel ungefähr, ein bunter Querschnitt. Dietmar. Erstens, natürlich gut, wenn genügend Leute da sind, sofern nicht Abgeordnete selber, dann vielleicht die zugeordneten Ressortreferentinnen oder Referenten, wäre schön. Zum anderen wird es natürlich dann auch bewerkstelligt sein, dass alle, die wir dann im Plenum sitzen, sofern denn Anträge zur Abstimmung stehen, eine entsprechende Beschlussempfehlung oder Abstimmungsempfehlung vorfinden werden. Das können wir, glaube ich, sicherstellen. Insofern dann zum Plenum Beginn, 10 Uhr, wie auch immer, 10.30 Uhr, 11 Uhr, dann eventuell oder sonst im Laufe des Tages noch weitere Tischvorlagen, in Form, also Anträge als Tischvorlagen vorliegen, müssen wir natürlich dann entsprechend umgehen mit den Dingern und ja, zum Beispiel über Redmine. Ja. Der Björn ist voll im Thema. Heißt jetzt auch Björn Redmine Tees. Ja, los. Der Oliver. Oliver, du hattest gerade also ein bisschen verstimmt geguckt, was die Denkmalanträge angeht, weil du jetzt vielleicht nicht weißt, wie optimal damit umzugehen ist. Oder vielleicht magst du das auch nicht, das erst zur dritten Lesung einreichen. Ich sähe, auch wenn wir eben gesagt haben, machen wir das doch ruhig zur dritten Lesung, keinen Hinderungsgrund, diese gegebenenfalls auch zur zweiten Lesung vorzulegen und einzureichen. Also das wäre dann... Es gibt also diesen Hinderungsgrund gibt es nicht, das kann natürlich gemacht werden. Auch wenn wir uns jetzt überwiegend darauf geeinigt haben, die Anträge nicht zur zweiten Lesung vorzulegen, ist es ja nun so, dass das schon irgendwo vorgesehen war, dieses einzureichen. Wie gesagt, das ist dann eine Sache, die müssten wir hier halt abstimmen und klären oder per Antrag oder ich weiß gar nicht wie. Gibt es dazu einen Widerstand, dass der Olli seinen Rentner, nein, seinen... Das war eher, ich glaube, Robert hat das schon richtig verstanden, das war eher die Frage, wie wir damit umgehen, dass wir die zurückgestellt haben und deshalb dann aber trotzdem ja dann gemeinsam einreichen und nicht zusammen. Aber ist denke ich, in Ordnung soweit. Ich interpretiere das Schweigen der Fraktion als Zustimmung dazu, dass du so viel verfährst, wie die Fraktion das wahrscheinlich für richtig halten wird. Jeder verstanden? Gut, ich auch nicht. Weitere Fragen zu den Haushaltsänderungsanträgen? Oh, Moni Simoni in der Reihenfolge. Ich versuche das jetzt mal zu einer Ich-Botschaft. Ja, ja. Es gab gerade nicht so eine überwältigende Meldung, als es hieß, wer ist denn dann morgen um 9.30 Uhr hier? Ich war letzte Woche um 9 Uhr hier. Ich weiß, andere stehen auch früh auf, aber für mich war 5 Uhr aufstehen jetzt irgendwie schon was Besonderes. Und wenn ich dann sehe, dass wir über Haushaltsänderungsanträge uns hier befinden und abstimmen und
dann im HFA komplett anders abgestimmt wird, könnte ich mir vorstellen, dass eine gewisse Frustration über die Sinnhaftigkeit dieses Termins entstanden ist. Und da hätte ich eigentlich ganz gerne auch noch ein bisschen Aufklärung, wo ganz klar hier von den entsprechenden Abgeordneten Abstimmungsempfehlungen gegeben sind, wir darüber auch abgestimmt haben und dann entgegen dieses Konsenses, der hier hergestellt wurde, dann im HFA anders abgestimmt wurde. Die Moni. Ich kann das jetzt nur konkretisieren. Also ich kann das nochmal sagen, dass wir hier über diese Schulverwaltungsassistenten gesprochen haben, es gibt eine Anhörung dazu. Es ist ganz deutlich immer gesagt worden, man will dadurch Lehrerstellen einsparen. Wir haben erst gesagt, deshalb lehnen wir es ab. Dann haben wir aber gesagt, nee, weil das ja prinzipiell gut ist, wenn man das nicht in dem Zusammenhang geht, dann enthalten wir uns dazu. Johannes und ich haben das hier mitgeteilt und ihr geht da hin und stimmt dem Antrag zu. Dann frage ich mich natürlich irgendwie auch berechtigterweise, warum gebe ich dann als Fachabgeordneter eine Beschlussempfehlung, wenn dann im Ausschuss da anders abgestimmt wird. Ich verstehe das dann einfach nicht. Da muss ich das nicht mehr tun. Ja, folgende Situation. Also es ist nicht, muss ich dir leider sagen, nicht ganz zutreffend. Du hattest hier gesagt, es wird dagegen gestimmt. Das habe ich auch so zur Kenntnis genommen und doch, ist so. Es wird dagegen gestimmt und nicht Enthaltung. So, Michel hat hierzu sofort ganz eindeutig erklärt, er wird sich auf jeden Fall nicht dieser Empfehlung anschließen, sondern wird im Ausschuss diesem Antrag zustimmen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Nachdem ich das hier aufgenommen hatte mit Nein, war die Sache zunächst mal erledigt. Es kam dann die Problematik auf, ist das überhaupt programmatisch korrekt? Ist die Begründung auch korrekt? Wir haben auch das nicht abgestimmt, sondern einfach so, wie du es gesagt hast, zur Kenntnis genommen. Und nach Ende der Veranstaltung hier, irgendwann zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr, eigentlich eher Richtung Beginn der HFA-Sitzung, bekomme ich eine Information, wonach es heißt, dass Johannes zu Robert gegangen sei und mitgeteilt habe, dass das jetzt irgendwie in Enthaltung geändert worden sei. Dieses hat mich persönlich, und da kann ich jetzt nur ja für mich sprechen, nicht für Michel, der ja hier in der Sitzung ganz klar erklärt hat, macht er auf keinen Fall, er wird zustimmen, veranlasst, darüber nachzudenken, wie denn jetzt hier tatsächlich abzustimmen ist, zumal mir keine direkte Information zugegangen ist über eine Änderung. Und habe daraufhin auch in Rücksprache mit Michel, auch in Rücksprache mit den Referenten, auch im Abgleich mit dem Wahlprogramm, auch im Abgleich mit dem als Argument vorgebrachten Antrag der CDU in einem völlig anderen Kontext, nämlich dem der Verwertung von Demografiegewinnen bis 2017 unter Berücksichtigung unseres Wahlprogrammes, diesem Antrag, nämlich auf auf Zuwachs von Mitteln für die zur Verfügungstellung von insgesamt 600 Schulverwaltungsassistenten, diesem Antrag zugestimmt im Haushalts- und Finanzausschuss. Mehr kann ich dazu momentan nicht sagen. Ich war allerdings, muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich hier zunächst mal die Ablehnung des Antrags zur Kenntnis nehmen musste, einigermaßen irritiert, dann über drei Ecken mitzukriegen, ja, jetzt ist da doch irgendwas geändert worden. Also eine direkte Information habe ich jedenfalls nicht bekommen. Gut, ich habe jetzt als nächstes die Moni und dann die Simone. Ich war der Einzige, der auf das Dokument zugefragt hat. Ja, Simone und dann die Moni. Habe ich das falsch rum gesagt? Es tut mir sehr leid. Okay, zwei habe ich noch, Dietmar. Also wir haben die 100 Kantinen, die Gelder dafür streichen. Ich bin mir ganz sicher, dass vor allem von Dannebott energisches Nein, kann ich mich noch sehr gut erinnern, und dass ich eben diesem Nein auch zugestimmt habe. Dann gibt es die Weiterfinanzierung von Hannelore Krafts Wahlkampf mit dem Tatkraft, wo wir gesagt haben, das soll gestrichen werden. Da hast du dann gegengestimmt. Und bei den 100 Kantinen, wo wir gesagt haben, auf keinen Fall die Gelder streichen, hast du dann auch dazu gestimmt. Also ja. Wir haben das Abstimmungsergebnis ja vorliegen. Achso, Entschuldigung. Ich habe dazu gestimmt, weiß ich nicht. Erstmal, dass die Sachen geklärt haben. Also, das wird jetzt sonst durcheinander. Gut. Simone, dann Moni.
Moni? Ja, also nochmal ganz klar, ich habe hier gesagt, wir lehnen das ab. Wir haben das letztes Jahr auch gesagt mit diesen Schulverwaltungsassistenten, weil nämlich ganz klar der Zusammenhang von der CDU zu der Kappung der Lehrerstellen ist. Das ist ähnlich wie bei der Polizei, da wird das Gleiche gefordert. Dann habe ich nochmal mit Johannes hier, wie am Donnerstag, während der Sitzung Rücksprache gehalten. Und dann hat Johannes gesagt, ja, man kann letztendlich auch sagen, wir enthalten uns, weil der Ansatz ja nicht schlecht ist, wenn nicht dieser ganze Mist dabei ist wegen der Gegenfinanzierung. Und dann hat der Johannes das hier kommuniziert, sofort an, weiß ich nicht, an Michelle, wir können ihn auch holen, Johannes ist da. Aber wenn ihr dann mittags da steht und ihr wollt euch anders entscheiden, dann verstehe ich nicht, ich war den ganzen Tag im Haus, warum er mich nicht eben anruft und nachfragt. Das ist eine Sache von einer Minute. Schön, ich habe jetzt den Björn, dann den Matthias, dann den Dirk. Ja, nur eine Anmerkung. Ich habe während der Sitzung letzte Woche mitgeschrieben, welche Empfehlungen rausgehen sollen, weil ich die brauchte. Und ich habe bei dem Antrag zu dem Schulverwaltungsassistenten Enthaltung geschrieben. Niemand hatte sonst Zugriff auf dieses Teil. Ich habe es mir danach zugeschickt und ausgedruckt. Ich wollte es nur erwähnt haben. Danke, Björn. Der Matthias. Ich bitte an der Stelle, die Diskussion, die hier geführt wird, abzuwarten, bis Michelle da ist, weil ich glaube, ihr lastet hier an dieser Stelle einfach die falschen Urteile an, da ich live dabei war und weiß, wer an welcher Stelle Abstimmungsverhalten gegenüber dem vorher Besprochenen hier geändert hat. Möchte ich an der Stelle darauf verweisen, dass wir in dem Kreis diskutieren, die es letztendlich zu verantworten haben. Zu den Schulverwaltungsassistenten möchte ich hier Folgendes noch feststellen. Es ist zunächst in einem ersten Schritt abgelehnt worden, dieser Antrag. Es ist aber dann von Johannes, das möchte ich hier an dieser Stelle bestätigen, mir zugetragen worden, eine Enthaltung. So war es auch in unserem Blog vermerkt. Alles andere ist dann danach geändert worden. Allerdings glaube ich ehrlich gesagt nicht von Dietmar. Und an der Stelle möchte ich hier auch mal ganz klar festhalten, ein zweiter Punkt, der aufgeploppt war, war das mit den Polizeiverwaltungsassistenten, ist das richtig? Dort wurde die Aussage getroffen, ich möge mich mit den Fachabgeordneten noch diesbezüglich absprechen, das habe ich probiert, allerdings waren sie auch im Ausschuss, darauf möchte ich jetzt auch einmal ganz klar hinweisen, dass ich das probiert habe, aber die Abgeordneten aus guten Gründen in dem Fall jetzt leider nicht verfügbar waren an der Stelle. Und das ist noch ein weiterer Punkt, den ich einfach jetzt beleuchten möchte. Die Absprache war, wir treffen uns um 9 Uhr, gehen die Anträge durch und mit diesen Voten ziehen wir dann los. Wenn dann noch Veränderungen eingetreten sind, dann gibt es die durchaus hier stark zu diskutieren. Aber bitte dann auch mit der Runde, die dann komplett dafür verantwortlich ist und in dem Fall fehlt ein wichtiger Teil. Das möchte ich der Fairness halber hier an der Stelle einfach erwähnt haben. Dankeschön. Der Dirk. Vielleicht nochmal grundsätzlich zu einem, also zu diesem Vorgehen. Wenn jemand im Plenum, ein Abgeordneter, eine andere Meinung hat und anders abstimmt, ist das aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Aber wenn er im Ausschuss für die Fraktion stimmt, dann muss er auch so stimmen, wie es die Fraktion oder dann halt der Fachabgeordnete beschlossen hat. Das ist jetzt mal meine grundsätzliche Meinung dazu. Wenn er für die Fraktion stimmt, dann stimmt er Fraktionsmeinung. Im Plenum ist persönliche Meinung. Das ist was ganz anderes. Dankeschön. Weitere Redner stehen jetzt nicht auf der Liste. Dementsprechend würde ich jetzt so verfahren, wie Matthias das quasi beantragt hat, nämlich die Diskussion auf nächsten Dienstag zu vertagen. Ja, aber ich habe diese Diskussion, ich habe auch noch eine andere. Weiter geht's. Ja, das ist ja schon auch über die Liste gegangen. Das habe ich ja auch deutlich geschrieben. Ich habe auch überhaupt gar nicht verstanden, warum diese beiden Anträge aus dem Ministerium zur Gegenfinanzierung an keiner Stelle der Fraktion kommuniziert wurden und ohne jede Abstimmung dann im HFA abgestimmt wurden und dann eine Pressemitteilung dazu gemacht wurde. Und ich hatte davon noch nie was gehört. Dass die Zeit knapp ist, kann ich gut verstehen, aber wir haben ja Donnerstag mit mindestens irgendwie 7 Abgeordneten gesessen und ich kann nicht verstehen, wenn es 2 neue Anträge von uns gibt, warum die in der Runde dann nicht kommuniziert werden. Dietmar, bitte. Wie dem Pad der heutigen Sitzung zu entnehmen ist, werde ich dazu gleich eine Erklärung vorlesen. Deswegen habe ich das angekündigt. Ja, das ist der Punkt. Dann verlese mal. Du bist dran. Ja, dazu bitte ich darum, die Fraktion zur Kenntnis zu nehmen und bitte um eine entsprechende Zusage, dass mir über das übliche 3 Minuten Zeitkontingent, bitte? Ich habe nichts gesagt. Also, über das Zeitkontingent hinaus insgesamt circa 8 Minuten zur Verfügung stehen zur Verlesung dieser Erklärung.
Gut, da haben wir einen Antrag. Nee. Moment, also dazu gleich noch was. Ich mache das aus gutem Grunde, hierzu eine Erklärung zu verlesen. Aus zwei Gründen. Erster Punkt, Beschließung von Anträgen. Zweiter Punkt, technisches und handwerkliches Umgehen mit Informationen in Ausschüssen, insbesondere hier im Haushalt- und Finanzausschuss. Und dritter Punkt, Beschlusslage der Fraktion. Weil es wurde ja hier auch im Mail-Thread gesagt oder zumindest so angedeutet, dass ja nun über solche Anträge nicht entschieden worden sei. Und dazu verhält sich auch selbstverständlich insgesamt meine Erklärung. Und deswegen würde ich die einfach runterrasseln. Ich kann die auch zu Protokoll geben, halte das aber vor diesem Hintergrund für nicht richtig. Ich hatte auch gesagt, das könnte man nicht öffentlich tun. Will das nicht beantragen, aber weise darauf hin, dass in diesem Text, den ich verlesen möchte, auch Dinge enthalten sind, die einigen unter Umständen gar nicht gefallen. Weil ich muss mir nicht erstmalig als derjenige, den Kopf hier hinzuhalten hat und dies auch gerne tut, im Bereich Haushalt und Finanzen, die Finanzmenschen sind sowieso immer die Ärsche letztendlich, weil die müssen nämlich alles in irgendeiner Form verwursten oder verneinen oder ich weiß nicht was alles. Jedenfalls fliegt alles bei denen rein und letztendlich kriegen die auch die Prügel ab für alles Mögliche, was da passiert oder auch nicht passiert. Und von daher ist es wahrscheinlich auch nur gerecht, wenn vielleicht auch mal die ein oder andere Kritik, ja, unabhängig jetzt von dem, was Klausurtagen gelaufen ist, in eine andere Richtung läuft, als es vielleicht vorgesehen ist oder erwartet wird. Dankeschön. Also ich sehe das jetzt als Antrag, die Redezeit einmalig für Dietmar auf 8 Minuten auszudehnen von 3 Minuten. Du hast das gerade begründet, das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht zu wiederholen. Gibt es dazu Widerstände, außer meinen? Achso, wie gesagt, kein Widerstand, ein Widerstand, zwei Widerstand. Ihr kennt das Spiel. Ne? Haben wir alle gelernt. Also bei mir gibt es die. Ich frage jetzt die Widerstände dazu ab, auf 8 Minuten zu erhöhen. 2, 9, 6, 7, 8, 9. Gut. Dann zur Nullregelung. Wer hat Widerstand, dass es so bleibt, wie es jetzt ist, also die 3-Minuten-Regelung? Auch da frage ich jetzt die Widerstände ab, für diese einmalige Geschichte immer. Wenn ich angefangen habe zu zählen, gibt es demnächst keine Meldung mehr. Das ist total Kotze. Dirk, jetzt hat der wieder unten. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Dann hat Dietmar jetzt 8 Minuten zu reden. Warte, ich muss das nochmal neu starten hier. Ich denke, das kommt eh nochmal schriftlich. Genau, kannst du das danach trotzdem nicht? Ja. Da kann sich der Leon. Gut. Da muss jetzt kein Wortbuch drin machen. Also bei minus 5 ist dann spätestens Cut. Los geht's. Zum Vorgang der Haushaltsänderungsanträge, nämlich 2 genau. Mikro. Erklärung zum Vorgang um die Haushaltsänderungsanträge, eingereicht in der Sitzung zur zweiten Lesung im Haushalt- und Finanzausschuss. Ich lese vor. Erstens, danke an die vergangenen Donnerstag und auch zu allen anderen beschlossenen Terminen anwesend waren. Besonderer Dank auch an Moni, die Umsetzung unseres Beratungsfahrplans stets tatkräftig beworben hat. Leider, teils wie auch unsererseits, nicht immer besonders erfolgreich. Das finde ich persönlich schade. Zweitens, ähnlich wie Michelle in seiner Mail vom 21.11. und durch mich hierdurch ergänzt ist zu sagen, das Geld, um das es hier geht, ist plötzlich da, bei den Anträgen
sogenannten Anträgen handelt es sich schlicht und ergreifend um Buchungsvorgänge im Haben. Diese haben wir im AFA-Team unter den Prämissen aus der Haushaltsklausur vom 9.9. ausgenutzt und ad hoc umgesetzt, wie es unserer Pflicht und Schuldigkeit gemäß Gegenfinanzierungsbeschluss der Fraktion für den Fall der Möglichkeit entspricht bzw. entsprochen hat. Drittens, bei der Behandlung vom Einzelplan 20 war am Donnerstag der vergangenen Woche im Zeitpunkt der Befassung zunächst bis auf Grumpy keiner mehr da. So viel zu hätte, wenn und aber von zeitnahen Informationen. Viertens, bei den sogenannten Gegenfinanzierungsanträgen handelte es sich nicht um Gegenfinanzierungsanträge im Sinne von Einsparungen oder Kürzungen. Die allgemeinen finanztechnischen Anträge im Einzelplan 20, um diese handelt es sich hier, sind vielmehr solides finanztechnisches Handwerk. Dies ist unter anderem unschwer daran zu erkennen, dass vier Fraktionen am Donnerstag insofern identische Anträge als Tischvorlage im HFA gestellt haben. Nur die FDP nicht, aber die hatte ohnehin angekündigt, überhaupt keine Anträge zu stellen. Die SPD war nur früher dazu in der Lage, weil sie vermutlich über einen Informationsvorsprung aus dem Finanzministerium verfügte. Ohne diese Anträge, zu denen wir erst aufgrund der uns am Vortag zugeflossenen Informationen in der Lage waren, wären wir die Doofen gewesen, die als Nichtmerker dagestanden hätten. Wie unschwer zu erkennen ist, enthalten unsere Buchungsanträge keine Begründung im Sinne eines Finanzierungsäquivalents. Die Anträge von SPD, Grünen und CDU und uns sind ohne Begründung unisono im Ausschuss einstimmig bei Enthaltung der FDP verabschiedet worden. Warum? Weil es sich um Anträge handelt, die der haushalterischen Logik entsprechen. Fünftens, not fun fact. Die gesamte Piratenfraktion hat sich nicht an die Beschlusslage der Fraktion gehalten. Gegenfinanzierung aus eigenem oder fremdem Ressort in jeweiliger Absprache untereinander. Einstimmig verabschiedet in der Sitzung am 9.9.2013. Auf das Protokoll der entsprechenden Sitzung, Zeile 209 fortfolgende, wird verwiesen. Pat, schreibreform.piratenpat.de/34? Der Beschluss wird als bekannt vorausgesetzt. Wir im HFA-Team haben mangels anderweitiger Vorschläge das Geschenk der Sonderzuweisungen etc. angenommen und argumentativ umgesetzt. Sechstens, wir haben die fehlende Finanzierung unserer Forderungen damit zufälligerweise durch die technischen Anträge kompensieren können. Und das mag bitte einmal nachvollzogen und anerkannt werden. Geht das? Ist das möglich? Ich hoffe, dass das möglich ist. Siebtens, unsere Antragstellung war sowohl für uns selbst als auch für andere Fraktionen offenbar so überraschend und kurzfristig, dass die Grünen ihren Sprechzettel für Mustafi Zadeh nicht zu korrigieren vermocht hatten und Mustafi Zadeh mit seinem typischen Regierungsfraktions-Bash-Laber gegen die Piraten bezüglich Forderungen, die sie nicht finanzieren können, im Ausschuss prompt vor die Wand rannte. Selbst während er die Zettel, Tischvorlage, nämlich unsere Anträge, in der Hand hielt und dann vom Vorsitzenden auf unsere Anträge aufmerksam gemacht werden musste, noch bevor wir überhaupt irgendetwas gesagt hatten zu irgendeiner Frage von Gegenfinanzierung. Achtens, zum zeitlichen Ablauf. A. Aus der Außenperspektive kann ich persönlich nachvollziehen, wenn es Fragen gibt, ob man die Möglichkeit der Gegenfinanzierung nicht hätte früher in die Fraktion kommunizieren können. Wäre ich Fachabgeordneter, nicht jetzt im HFA, sondern anderweitig, und nicht im HFA-Team, hätte ich es vielleicht auch blöd gefunden, von der Gegenfinanzierung erst durch eine Pressemitteilung zu erfahren. In diesem konkreten Fall aber konntet ihr nicht wissen, dass wir erst am Mittwoch die Kopien von Schreiben erhalten haben, die uns am Ende ermöglicht haben, nach ausreichender Prüfung entsprechende Anträge überhaupt zu formulieren. Die finale Befassung erfolgte im Einzelplan 20 am Donnerstag und damit im Fachressort HFA am Ende und nach der stattgefunden habenden Sitzung. B. Die Anträge sind sodann praktisch zeitgleich mit der PM formal fertiggestellt worden und um 12.26 Uhr an den Ausschussassistenten Schlichting gegangen. Übrigens dann gemeinsam mit dem Asylberatungsantrag noch vom selben Tage. Genauso geschah es im Übrigen mit den entsprechenden Anträgen auch seitens der CDU, ebenso kurzfristig vorher. Die PM wurde um 12.39 Uhr auf unsere Listen kommuniziert. C. Alles zwischen Mittwoch Spätabend und Donnerstagmittag spielte sich aufgrund nicht abgeschlossener Prüfung der uns zugegangenen Informationen im Vagen und Ungewissen ab. Neuntens, im Verlauf des entsprechenden Mail-Threads entsteht der Eindruck des Problems, dass überhaupt Gegenfinanzierung kommuniziert worden sei und die PM den Charakter habe, als handele es sich um eine lange ausgeklügelte Idee der Gegenfinanzierung.
Wo ist jetzt das Problem? Diese Frage stellt sich. Dass überhaupt Gegenfinanzierung kommuniziert wurde und es gibt zuweilen starke Einfälle, ja, Ideen, die aufgrund aktueller Informationslagen eingedenk entsprechender Know-hows einer Umsetzung Zug um Zug bedürfen, so verhält es sich mit den von uns beiden gestellten Anträgen. Sowohl unsere Anträge als auch die PM entsprechen im Übrigen, ich kann das nicht häufig genug betonen, der Beschlusslage unserer Fraktion vom 9.09.2013 und zwar ohne Einbußen in den oder Anstrengungen der anderen Ressorts. Zehntens, zu kritisieren, dass in der PM steht, wir finanzieren unsere Forderungen gegen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Wäre uns die zuvor genannte Information nicht zugewachsen oder hätte bei uns keiner aufgepasst, hätte es diesen Kniff nicht gegeben. Moni, du kritisierst insbesondere, dass du nicht erkennen könntest, warum das kommuniziert wurde. Warum das nicht kommuniziert wurde. Ja. Genau. Auch das vermag ich angesichts der Beschlusslage unserer Fraktion nicht nachzuvollziehen. Es wurde kommuniziert, was der Beschlusslage der Fraktion entspricht, nicht mehr, nicht weniger, wenngleich auch tatsächlich erst in oder mit der PM. Elftens, wir hatten natürlich sagen können, hey, wir lassen einfach die Bundesergänzungszuweisung weg und haben halt 30 Millionen weniger oder sagen einfach gar nichts und machen uns mal wieder zum Obst. Wir, und da glaube ich, für das ganze HFA-Team sprechen zu können, haben keineswegs krampfhaft nach irgendwas gesucht, was zur Gegenfinanzierung herhält, um dann die Fraktion zu überraschen oder etwa im Ungewissen zu lassen. Im Gegenteil, wir haben mehrfach innerhalb der Fraktion dafür geworben, unter Bezugnahme auf unseren Fraktionsbeschluss entsprechende Umschichtungs- oder Finanzierungsvorschläge aus den Ressorts zu erhalten. Gekommen ist nichts. Wenn uns dann etwas in den Schoß fällt, wie hier über 60 Millionen Euro aus den Zuweisungen und dem Länderfinanzausgleich, wäre es sträflich, das nicht zu nutzen und auch zu verargumentieren. Es geht dabei insgesamt auch um die Reputation der Fraktion in finanzpolitischer Sicht. Wer da anderer Auffassung ist, zeige mir bzw. uns bitte den Beschluss, der da besagt, wir pfeifen auf Gegenfinanzierung. Zwölftens, davon, dass die Anträge nebensächlich seien, auch davon war in der Mail-Thread die Rede, lese ich aus den Mails und insbesondere aus Äußerungen von Michelle, also meinen Mails oder Äußerungen von Michelle, nicht heraus. Auf meine vorangegangenen Ausführungen nehme ich Bezug. Der weitere Hinweis, ich zitiere. Lange rum. Gut, dann bitte ich um eine Verlängerung. Nein. Ist noch ein bisschen, ist nicht mehr viel. Zwei Sätzchen. Zwei Sätze? Zwei Seiten werden kürzer, ne? Peng. Also hört's euch doch, seid's da einfach so gut. Machen wir jetzt nicht den... Ja, okay, geht's klar, Leute? Gut. Der weitere Hinweis, ich zitiere, danke, darauf verständigt, dass wir nicht notgedrungen eine komplette Gegenfinanzierung kommunizieren müssen, das ist ein Zitat aus einer Mail von Moni, greift nach meiner Auffassung nicht und ferner, hätte es die Info mit Zuwächsen nicht gegeben, hätte es bis auf THTR und Zentrale Stelle Gesundheit in der Tat keinen weiteren Gegenfinanzierungsansatz gegeben. Auch und schon gar keinen notgedrungenen. Außerdem sehe ich bei der Kommunikation der Gegenfinanzierung auch deshalb kein Problem, da dies keiner Agenda oder Beschlusslage widerspricht, im Gegenteil. C. Nochmal, es ist ein finanztechnischer Vorgang, den wir der Fraktion im Rahmen der Fachressortbearbeitung im EP20 zunutze gemacht haben. Wir haben nichts notgedrungen kommuniziert, sondern ich habe etwas kommuniziert, was allerdings der Beschlusslage der Fraktion vollends entspricht und was ausschließlich darauf zurückzuführen ist, dass wir im HFA-Team unsere Arbeit gemacht haben. 13. Einfach mal ein, tolle Idee, danke, klasse Umsetzung, hätte aus meiner Sicht gereicht, aber das kommt ja vielleicht noch. 14. Abgesehen davon hätte ich mir tatsächlich auch gewünscht, das frühzeitiger in die Fraktion kommunizieren zu können, als dann durch die PM insofern tatsächlich notgedrungen, weil alleine zeitlich gar nicht anders möglich geschehen. Zwischen abschließender Bearbeitung, Fertigstellung der PM, übrigens durch Dr. Rob, sprich Robert, in meiner Gegenwart geschrieben und von mir diktiert um irgendwas um 12 am Donnerstag, nach kurzfristig vorherigem Eingang zahlreicher Änderungsanträge, erst in dieser Woche, ab dem 18.11., obwohl die Frist dafür am 5.11. abgelaufen war, und folgedessen ist dann also unvermeidbar zu einer erhöhten Belastung des Teams, auch in zeitlicher Hinsicht gekommen ist, sowie der Herstellung von Sprechfähigkeit im Ausschuss bis 13.30 Uhr, gab es schlicht null Zeit. Und ich bitte nicht zu vergessen, es war auch notwendig, schnellstmöglich die PM zu finalisieren, die noch vor Beginn des HFA raus müsste. Fünftens, das bedauere ich einerseits, möchte aber andererseits auf das Protokoll-Pad zur Haushalts-PM hinweisen, welches von Ingo am Mittwoch
um Punkt 15 Uhr an alle Ad kommuniziert worden war. Ingo hatte es rumgeschickt mit der Bitte, es euch anzuschauen. Dies hättet ihr kontinuierlich im Workflow tun können. Ob dies geschehen ist, vermag ich nicht zu sagen. Hierzu also nochmal eine zusätzliche Information rumzuschicken, wäre sicher schön und auch wünschenswert gewesen. Das gestehe ich unverhohlen zu. Dass dafür zwischen den To-Dos am Donnerstag aber schlicht keine Zeit mehr war, was unter anderem daran lag, dass ich bis nicht mal eine Stunde später in der HFA-Sitzung zu allen Anträgen und neben dem Lizenzboxenantrag, der übrigens außerordentlich erfolgreich im Ausschuss aufgeschlagen ist, zum Gesamthaushalt fähig sein musste, bedauere ich. Es wurde zum Teil geäußert, dass dieser Vorgang mit dem Vorgang um den zurückgenommenen Antrag zur Sperrklausel vergleichbar sei. Das ist der letzte Punkt. Das ist nicht der Fall. Die Rücknahme des Sperrklauselantrags ohne Not konterkarierte einen Fraktionsbeschluss und damit eine politische Entscheidung der Fraktion. Die Stellung der in Rede stehenden technischen Haushaltsanträge entsprach haushalterischer Praxis und erfüllte zudem auch in der Argumentation einen unbedingten politischen Fraktionsbeschluss, nämlich denjenigen vom 9.09.2013, ich wiederhole, er erfüllte ihn. Sie, nämlich die Anträge, kompensieren die bis dahin fehlende Entsprechungs- bzw. Gegenfinanzierungsantragssituation der Fraktion. Sollte das jemand anders sehen, so bitte ich gerne um Meldung und eine belastbare Begründung dazu. Abschließender Punkt. Eins möchte ich wirklich abschließend doch noch loswerden. Angesichts der Tatsache, dass wir im HFA-Team eine für die Gesamtfraktion aus meiner Sicht außerordentlich wertvolle Arbeit im Bereich des sogenannten Königsrechts des Parlaments, des Etatrechts leisten und diese auch noch vollends der Beschlusslage der Fraktion entspricht, in Bezug auf die hier in Rede stehenden Anträge, beklage ich ehrlich gesagt etwas eine mangelnde Wertschätzung. Und ich schließe mit den Worten der PM und denen von Michel, die der PM sind von mir, die Piratenfraktion stellt Forderungen und weiß auch noch, wie sie zu finanzieren sind. Ich sehe dies als Anlass zur Freude und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke, Dietmar. Zeit ist knapp überschritten worden. Entschuldigt, aber danke für eure Geduld. Ich habe als nächsten den Daniel, also dann Moni und so weiter. Kommt alles weiter. Für diejenigen, die das Pad vom 9.9. suchen, ich habe Björn gebeten, der hatte das Pad ja zwischendurch aufgerufen, ja. Umzukopieren. Nur eine technische Nachfrage, Björn, das war ein ganz normales Fraktionssitzungspad. Das war die Haushaltsklausur. Ach, das war die Haushaltsklausur. Mhm. Okay. Und ich nicht teilnahm. Okay. Das ist ja wichtig, das einzuordnen. Mhm. Gut, Daniel, bitte. Also zum Ersten, ich möchte dem Dietmar und dem Michael wirklich herzlich danken für das, was sie getan haben, denn ich finde das eine gute Sache. Schade, dass Michael nicht da ist. Folgendes ist nämlich passiert, Michael hat mich angerufen am Abend, relativ spät, und sagte zu mir sinngemäß Folgendes: Sie hätten die Information bekommen, dass vom Himmel 60 Millionen gefallen seien. Zu dem Zeitpunkt wusste er noch nicht genau, warum und wieso. Ne? Und dann sagte er, wir haben folgende Idee. Da ging es auch noch um unseren Denkmalschutz oder Lukas Denkmalschutzantrag. Wenn wir den rausnehmen, dann passt es hundertprozentig genau zusammen. Zum einen dieses vom Himmel gefallene Geld und zum anderen unsere Anträge. Ist das nicht eine Idee, das zusammenzupacken als ein Paket und genauso zu beschließen? Er rief eben deswegen an, um uns als Kultur- und Medienpolitischen und möglicherweise auch mich als Vertretung im Haushaltsausschuss dazu zu befragen. Und dann sagte er mir auch so sinngemäß, wir haben aber jetzt dazu keinen Beschluss der Fraktion. Und dann habe ich ihm geantwortet, ich finde die Idee sexy, sie zu machen. Ich plädiere mal dafür, das einfach zu machen, auch ohne zu Beschluss. Das war meine persönliche Meinung dazu. Und ich stehe da nach wie vor zu, dass das genau das Richtige war, das zu tun. Wir konnten auf die Art und Weise dieses ganze Paket, was wir uns wünschen, ohne irgendwelche Verluste,
tatsächlich gegen zu finanzieren. Die Sache mit dem Denkmalschutz, die kriegen wir auf andere Art und Weise hin, denn da gibt es einen eigenen Antrag der SPD und Grünen, der so weitgehend in unsere Richtung geht. Sprich, da kommt sowieso noch Geld und den dann noch fehlenden Rest, den kriegen wir da noch durch irgendwelche Zinsvorteile reingepasst. Die Einzelheiten sind mir in dem Zusammenhang auch egal, aber ich finde das ausgesprochen sexy, diese Idee, und die gefällt mir sehr gut und deswegen habe ich dieser zugestimmt. Ich finde, wir sollten das auch mal mit dem Vertrauen machen gegenseitig. Und ich finde das sehr schade, dass man jetzt, ich nehme an, weil es Dietmar ist, der Sache außerordentlich misstraut. Aber ich kann sagen, also ich persönlich stehe da vollkommen hinter. Also wenn das euch irgendwas hilft, das mehr zu akzeptieren. Dankeschön. Ja, danke schön. Ich brauche auch keine 8 Minuten, glaube ich. Also du hast im Grunde den Kern der Sache nicht verstanden, was ich eigentlich will. Dann hast du mit Daniel telefoniert. Wir sind die mit dem Internet. Oder Michelle, egal. Wir sind ja die mit dem Internet, ne? Sonst kannst du nächtelang Mails schreiben. Da hätten 2 Sätze genügt zu sagen, hey, wir haben eine tolle Idee. Dann hätten wir hier am Donnerstagmorgen darüber gesprochen, hätten gesagt, hey, super Idee. Und dann war es gut. Das ist das. Und wenn ich dann, und du sagst Vertrauen, Daniel, und du hast recht. Ja, aber wenn ich an die letzte Sitzung denke, wie böse dann Leute angemacht werden, weil sie auch eine eigene Entscheidung kriegen, treffen, dann müssen wir eine klare Linie ziehen, wann wir das dürfen und wann wir das nicht. Es geht mir gar nicht so sehr um den Inhalt. Da habe ich gesagt, ich war überrascht, sehe ich auch durchaus anders, denn wir haben nicht nur von Gegenfinanzierung gesprochen, wir haben auch von Präventionsgewinn und Gewinne in der Zukunft gesprochen. Wir haben nie gesagt, dass wir das auf Heller und Pfennig gegenfinanzieren müssen. Das stimmt einfach so nicht. Wir haben auch gesagt, Präventionsgewinne wären in Ordnung. Und es geht mir tatsächlich darum, wie du sagst, dass mit zweierlei Maß dann vielleicht, oder ich den Eindruck habe, ja, dann ist es, kriegt man, da in der Situation kriegt man einen auf die Mütze dafür und in einer anderen Situation sagt, hey, das war so eine schöne Idee. Und das versteht der nicht, der eine Woche vorher sie dafür auf die Mütze bekommen hat. Ne? Das ist das. Aber wir müssen uns dann auch einigen darauf, wer das entscheidet. Gibt es diese Entscheidung der Fachabgeordneten, sprich in dem Fall vom Kommunalausschuss, entscheiden das dann die Fachabgeordneten und was entscheidet dann die Fraktion? Also das möchte ich dann noch wissen, um aus diesen Situationen rauszukommen, wo es dann plötzlich heißt, an der Stelle war es okay und an der anderen Stelle war es nicht okay. Denn wenn ich die Regel nicht kenne, dann kann ich mich auch nicht danach verhalten. Ja, damit nicht der Eindruck entsteht, das ist hier irgendwie dieses klassische Schema Joachim gegen Dietmar oder Dietmar gegen Joachim, möchte ich der Fraktion das mitteilen und den Dietmar daran erinnern, wir hatten vor ein paar Tagen einen recht kritischen Termin, Stichwort Provinzial, und ich weiß, was deine Arbeit wert ist. Und ich schätze sie ausdrücklich wert, weil das war ein gutes Dreiergespräch, was wir da hatten, wo sich auch durchaus politische Möglichkeiten für die Fraktion ergeben. Ich möchte dich aber auch daran erinnern, dass gerade du auf der Fraktionsklausur viel von Vertrauen und Vertrauensaufbau gesprochen hast. Insofern kann ich nur das wiederholen, und das schenke ich mir, was die Moni gerade gesagt hat. Wir sind die mit dem Internet, dieses, hey, wir haben da eine Idee. Der Michel hat den Daniel angerufen, nichts dagegen, da ist wenigstens einer angerufen worden. Aber warum nicht der Vorstand? Ich muss im Fernsehen schlimmstenfalls die Fresse dafür hinhalten. Und dann würde ich gerne wissen, wofür vorab und nach Möglichkeit kurzzeitig zumindest ein Meinungsbild in der Fraktion hervorrufen. Für mich war das ein Alleingang, der mir zumindest verständlich erscheint, der aber von der Verfahrensweise unter uns Piraten meiner Meinung nach nicht geht. So, und jetzt halte ich die Klappe. Ja, es ist richtig, man hätte noch mehr Leute informieren sollen und können und man hätte eine E-Mail mal eben schreiben können, das ist wichtig. Ich möchte jetzt da nicht weiter drauf rumreiten, ich denke, das ist sehr klar und eindeutig. Auch sagen, ich war informiert, weil ich genauso wie Daniel Schwert nicht angerufen, sondern direkt auf dem Flur angesprochen wurde, deswegen wegen den Denkmalschutzanträgen. Ich habe auch die leuchtenden Augen in den HFA-Mitgliedern, einschließlich Michel gesehen, der leider heute nicht da ist. Das finde ich jetzt sehr tragisch, sehr schade, dass er jetzt nicht bei diesem Gespräch dabei ist. Aber auch mitbekommen,
wie groß das Anliegen war, hier diese Chance zu nutzen, und fand das in dem Moment auch durchaus richtig, das so anzugehen. Hatte auch die Landespressekonferenz im Hinterkopf, wo man ja genau sowas dann auch gefragt wird und wo sowas dann auch wirklich gut ankommt. Finde es im Nachhinein sehr schade, dass wir sie nicht haben. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Weshalb wir jetzt natürlich so eine Auswirkung, so eine Sache haben. Dieser tolle Trick hatte natürlich wahrscheinlich im Ausschuss eine gute Wirkung. Erfährt sonst aber auch niemand. Stattdessen haben wir dann natürlich im Denkmalschutz, so müssen wir ein bisschen nachrücken, damit wir da gut bei rauskommen, weil der hat natürlich einen Effekt. Bin also im Nachhinein jetzt nicht mehr so ganz überzeugt davon, aber das war schon in Ordnung so, und Idee jedenfalls zu haben, das doch jetzt mal im Haushalt gerade zu rücken, und fand ich aber so erstmal richtig. Was ich aber sehe, ist, dass dann eine PM rauskam, wo das halt eventuell im Ton, und das, glaube ich, können wir jetzt hier nicht abschließend klären, aber im Ton sehr weit von dem entfernt ist, was die ganze Fraktion gerne gehabt hätte. Und ich glaube auch, dieser Gegenfinanzierungsbeschluss ist ein bisschen, ich habe ihn jetzt nicht vor mir, aber der ist ein bisschen anders, Moni hat dazu was gesagt, ist ein bisschen anders gemeint gewesen, als ihn Dietmar aufgefasst hat. Ich befürchte, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Ich weiß momentan noch nicht so genau, wie. Wir sagen zwar sonst immer, vertraut den Fachabgeordneten, ist ja richtig. Aber wir haben hier so eine, ja, wir müssen hier trotzdem irgendwie so an der Stelle, damit es nicht immer wieder zum Streit kommt, so ein Fraktionsgesamtfeeling so ein rüberbringen. Ich höre da mal auf. Ich weiß, ich kann das sowieso nicht so genau erklären. Ja, vielen Dank. Dietmar, ich habe vorhin gegen die Erklärung von 8 Minuten gestimmt, weil ich der Meinung bin, dass das relativ überflüssig war. Ich habe nichts Neues gehört in der entsprechenden Erklärung. Ich muss aber zwei, drei Dinge jetzt, da wir drüber reden, zwei, drei Dinge loswerden. Erstens, ich finde diese Idee, die in der Pressemitteilung letzten Endes dann auch beschrieben wurde und letztendlich auch im HFA dann entsprechend so eingereicht wurde, ich finde die ganz charmant. Matthias war einen Tag zuvor bei mir im Büro, hatte mir, ich sag mal, mehr oder weniger zwischen Tür und Angel davon so kurz berichtet. Ich fand die Idee irgendwie ganz gut. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir irgendwie in der Fraktion nochmal darüber abstimmen. Was ich mir auch wünschen würde ist, und das streitest du gerade in deiner Erklärung so ein bisschen ab, und das, ehrlich gesagt, gefällt mir halt an der Stelle nicht. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass du das dann auch einsehen würdest. Ja? Dass das durchaus etwas ist, über das wir hier in der Fraktion hätten abstimmen sollen. Ja? Hätten abstimmen müssen, sagt der Toso. Ich bin da genau gleicher Meinung, das hätten wir abstimmen müssen. Nichtsdestotrotz finde ich die Idee gut. Ich glaube auch, dass die angenommen worden wäre. Und wahrscheinlich wäre dadurch, wenn die Verfahrensweise richtig gewesen wäre, wäre auch genau das eingetreten, nämlich, ich sag mal, ein Lob letzten Endes an das gesamte HFA-Team, dass da eine gute Idee verwirklicht wurde, eine Gegenfinanzierung für unsere Haushaltsänderungsanträge und so weiter realisiert werden kann. Durch die blöde Verfahrensweise, die wir jetzt haben, ist das Ganze in so einem Fahrwasser. Wir reden im Prinzip hier nur über diese Verfahrensweise. Dietmar hat irgendwie was falsch gemacht oder Michelle, Dr. Bob, Matthias, egal wer. Und reden eigentlich nicht mehr darüber, ob die Verfahrensweise wirklich gut war und ob die nicht tatsächlich irgendwie wirklich mehrheitsfähig ist bzw. war. Eins noch zu dem Beschluss seinerzeit, den wir getroffen haben, was die Gegenfinanzierung angeht. Das war ein Richtungsbeschluss, den wir seinerzeit getroffen haben. Den können wir als Fraktion jederzeit immer wieder kippen. Und zwar immer dann, wenn irgendeiner einen Antrag einreicht, einen Haushaltsänderungsantrag, und die Fraktion diesem Haushaltsänderungsantrag zustimmt. Das ist mehrfach erfolgt.
bei mir zumindest in dem vollen Bewusstsein, dass wir seinerzeit diesen Richtungsantrag angenommen haben, eine entsprechende Gegenfinanzierung im selben Ressort oder halt meinetwegen auch ressortübergreifend zu haben. Aber wir können uns natürlich jederzeit auch irgendwie anders entscheiden, wenn wichtige Anträge oder sowas da sind. Nichtsdestotrotz, bitte ein bisschen Fehlerkultur eingestehen, ist irgendwie nicht ganz so sauber gelaufen, würde ich mir wünschen. Und von dem Rest ein bisschen Vertrauen, wenn eben auch gute Ideen da sind. Und das Ganze ist im Prinzip nur dann so ein bisschen Kommunikation. Der Lukas ist als nächster. Guck dir mal auf die Uhr, 11:30 ist der Schluss, ne? Dann ist nicht öffentlicher Teil. Ja. Gut, da so viel aufgewühlt wurde, möchte ich halt auch nochmal vervollständigen, weil ich ja auch irgendwie betroffen bin als Fachabgeordneter im Bereich Kultur. Michelle hat mich auch angerufen nach Daniel und nach Olli. Und ich fand die Idee genauso charmant, zumal auf einmal fielen dann diese 60 Millionen Euro vom Himmel. Zum anderen haben wir einen Tag vorher oder einen halben Tag vorher konkrete Zahlen durch unsere kleine Anfrage herausbekommen zu dieser Denkmalschutzsache. Insofern passte das. Wir sind dann halt in der Lage dazu, die entsprechenden Anträge zur dritten Lesung, ich sage jetzt mal, feiner kalkuliert zu stellen. Insofern fand ich diese Idee auch gut, gleichwohl die Kritik, die aufgekommen ist, der mangelnden Kommunikation, das hätte geschehen sollen. Das wurde verfehlt und das brachte jetzt halt auch so viel Verwirrung und Unmut hier rein. Und das muss man sich halt einfach diesen Schuh anziehen und vor allem daraus lernen, damit wir es beim nächsten Mal besser machen und einfach immer wieder verinnerlichen, dass diese Kommunikation so wichtig ist, weil du hättest dir so viele Seiten Text sparen können. Wir hätten mehr Zeit gewonnen und diese Idee wäre garantiert von der Fraktion angenommen worden. Davon bin ich überzeugt. Insofern, weitermachen, aber nicht so wie bisher, sondern ein bisschen Kritik annehmen. So, Entschuldigung, bin auf meiner Rednerliste hier durcheinander gekommen, weil ich irgendwie anscheinend auf die Maus gekommen bin. Du hast mich weggedrückt. Daniel Mann, dann Matthias, dann Robert Arnold, dann Joachim und Dietmar. Moni hat schon gesagt, wir müssten mal ein bisschen auf die Uhr schauen. Völlig richtig, ja. Wir haben das Plenarpad noch zu bearbeiten. Ach. Ja, kacke, ne? Das mit dieser Arbeit. Daniel. Alles klar. Ich wollte auf ein paar Sachen antworten, die hier so mittlerweile gefallen sind. Moni sagte gerade was von wegen, der eine kriegt auf die Mütze und der andere nicht. Ich finde natürlich wichtig, dass wir das mit der Mütze lassen. Also eigentlich sollte niemand auf die Mütze bekommen, sondern wir sollten darüber reden, was vielleicht schiefgelaufen ist und was man vielleicht verbessern kann. Aber auf jeden Fall, denn direkt irgendwie mit Vorwürfen zu kommen und Intransparenz und so weiter, 1.11, das finde ich blöd. Zweitens hast du von Vertrauen gesprochen und ich habe den Eindruck, dass das fehlt bei dir grundsätzlich, weil du jetzt, eigentlich erwartest du ja Informationen von anderen, um Vertrauen zu haben. Und das sollte eigentlich genau umgekehrt sein, das weiß ich nicht, wie ihr das handhaben wollt, jetzt mit der Sofortantworten. Darf ich sofort antworten? Mir egal. Also ich bin noch nicht fertig, aber das ist vielleicht wichtig. Also es ist so, Vertrauen wäre ja dann da, wenn man dieser Entscheidung, die man jetzt erstmal nicht versteht und die man vielleicht auch jetzt nicht so offiziell erfahren hat oder so, wenn man jetzt zunächst mal nichts Böses unterstellt, sondern da sagt, das wird schon seine Ordnung haben, lasst uns das bei Zeiten klären. Das wäre Vertrauen gewesen, das hat halt in diesem Fall eben einfach euerseits gefehlt und das finde ich sehr schade. Es ist richtig, dass immer dann, wenn es zeitig möglich ist, Infos rechtzeitig zu erfolgen haben und selbstverständlich formal auch eine Abstimmung hätte erfolgen müssen, aber zeitlich eben vielleicht nicht mehr möglich ist. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, dass ob da ein Zeitfenster für bestanden hat oder nicht, diese Entscheidung herbeizuführen oder aber diese Informationen fließen zu lassen, das kann ich nicht sagen. Ich habe ja auch an der morgendlichen Sitzung am Donnerstag nicht teilnehmen können. Insofern weiß ich nicht so hundertprozentig, das einzuschätzen. Es ist natürlich insofern, wenn diese Zeit bestanden hätte, hätte eine Informationspflicht auf jeden Fall bestanden. Das sehe ich schon so. Vor allem jetzt auch im Hinblick, Joachim ist nicht mehr da, im Hinblick des Vorstandes, der eine solche Entscheidung natürlich auch zu vertreten und zu kommunizieren hat. Und wenn der von nichts weiß, ist es einfach bescheuert. Ne? Insofern, vielleicht nicht optimal gelaufen in dem Zusammenhang, aber dann lass uns das wiederum als Learning mitnehmen und jetzt nicht irgendjemand dafür schlachten.
Was das Thema Gegenfinanzierung angeht, mir persönlich ist es ziemlich egal. Für mich ist das kein entscheidendes Kriterium. Ich muss aber Daniel antworten, es ist ein Richtungsbeschluss, ja, und den können wir jederzeit aushebeln. Ja, aber das war in diesem Fall eben nicht gemacht. Also gab es keinen Grund zu sagen, nö, an den Richtungsbeschluss halten wir uns jetzt nicht. Also, dass man jetzt zunächst einmal sagt, okay, lass uns diesen Richtungsbeschluss verfolgen, solange das jetzt, ich sag mal, so unaufwendig möglich ist, wie das der Fall war, sehe ich auch kein Problem damit, dem zu folgen. Aber es gibt keinen Grund, ihn gleich zu ignorieren und zu sagen, wir verzichten jetzt auf jede Gegenfinanzierung, selbst wenn sie uns in den Schoß fällt. Insofern ist das Verhalten, was da von den Fachabgeordneten gemacht worden ist, aus meiner Sicht hundertprozentig korrekt. Matthias ist jetzt dran. Ich möchte nur zwei Dinge in Erinnerung rufen. Ich bin absolut für Kommunikation. Nach den letzten Haushaltsberatungen, also nicht diesen, ist unser Team hingegangen und hat alles aufgeschrieben, was dort an Kritik gekommen ist, und hat das in den neuen Haushaltsberatungsfahrplan mit eingepasst. Dazu beispielsweise das Treffen am Donnerstag, dazu auch das Treffen morgen früh um 9.30 Uhr, wo, wenn ich das gerade richtig verstanden habe vom Versammlungsleiter, nur ein Drittel der Abgeordneten anwesend sein wird. Da fällt eine Absprache natürlich auch schwer. Ansonsten hat Monika an der Stelle recht, also ich persönlich, von mir bekommst du recht, also du hättest eine E-Mail dort erhalten können, aber ich weise auch darauf hin, ganz klar, dass aufgrund der Arbeitsbelastung, die in der letzten und auch in der vorletzten Woche für das HFA-Team, ehrlich gesagt, hier landunter war, ich weniger als 6 Stunden die Nacht geschlafen habe und ansonsten hier im Landtag war, bis weit nach 10 Uhr, auch wenn das hier keiner hören will. Und ich möchte mich da an der Stelle nicht rechtfertigen oder Ähnliches, aber wenn der Beratungsfahrplan, so wie er verabschiedet wurde, von der Fraktion an jeder Stelle gerissen wird, dann brauchen wir hier über keinen weiteren Zeitplan mehr sprechen an der Stelle. Das nehme ich natürlich gerne mit, aber Lukas, mehr als Zeitpläne aufstellen, die verabschieden lassen, einstimmig, kann man nicht machen als Vorgabe. Wenn die nicht eingehalten werden, dann ist es auch mit dem Kommunikationsprozess etwas schwieriger an der Stelle. Das bitte ich einfach nur hier im Hinterkopf zu haben, wenn es darum geht, bestimmte Rücksprachen einzufordern, dann machen wir das hier sehr gerne, aber es muss auch möglich sein, die zu führen, und wenn daraus vielleicht auch noch ein Dissens entsteht, dann muss der ausdiskutiert werden, dann geht das nicht mehr in einer halben Stunde vor dem Ausschuss. Das gebe ich hier auch mal gern zu Protokoll. Ja, ich wollte auch darauf eingehen. Ich sehe es auch als grundsätzlich wünschenswert an, rechtzeitig und frühzeitig zu kommunizieren. In diesem konkreten Fall muss ich aber einfach sagen, das war für uns praktisch nicht möglich. Das war nicht möglich, weil wir hatten die Schreiben vom Finanzministerium, aber aus den Schreiben, da steht nicht drin, bitte stellt jetzt folgenden Änderungsantrag. Man muss dieses Schreiben erstmal prüfen und gucken, welche Möglichkeiten ergeben sich daraus. Und wir haben gesehen, dass es Möglichkeiten geben könnte, die wir geprüft haben, die wir in der Nacht davor geprüft haben, die wir dann zu Vorschlägen von Änderungsanträgen gemacht haben, die wir dann tatsächlich hier in dieser Runde bei Besprechung des Einzelplan 20 auch diskutiert und noch geändert haben. Ja, also wir haben das schon so versucht, wie es ging. Wir haben im Einzelplan, also wir haben ja am Donnerstag früh um 9 hier angefangen. Wir haben es nicht geschafft, wie das ursprünglich geplant war, bis 10 Uhr fertig zu sein, damit alle Leute danach in die Ausschüsse können, die in die Ausschüsse müssen. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass wir da rumgetrödelt hätten in der Zeit zwischen 9 und 10, sondern wir sind die Einzelpläne so schnell wie es ging durchgegangen und am Ende den Einzelplan 20, und genau diese Punkte im Einzelplan 20 haben wir hier dann auch noch besprochen. Dankeschön, Joachim, Dietmar und ich noch. Ich weiß nicht, ich habe bei irgendeinem Anlass auf Fraktionsebene vor einiger Zeit mal davon gesprochen, dass wir eigentlich unsere Differenzen mal kartografieren müssten. Damit sowas nicht passiert, wenn eine spontane Handlung oder eine, ich sag mal, Ad-hoc-Handlung notwendig wird, aufgrund von Zeitkritischem, dass man dann nicht mehr in der Lage ist, den Rest der Fraktion ins Boot zu holen. Wir wissen alle, und das brauchen wir auch nicht verschweigen, dass es durchaus unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Gegenfinanzierung gibt. Und wir wissen auch, wer in welcher Ecke steht. Ich bin, was Gegenfinanzierung angeht, eher derjenige, der sagt, das muss man nicht notwendigerweise machen. Andere sind Fans davon, das muss man auch mal sagen. Und im Übrigen, Matthias, ich will das schon hören, wenn du bis 22 Uhr hier bist. Weil auch das
denke ich, ein Stück dazu gehört, dass wir wissen, was das HFA-Team macht und zur Wertschätzung. Also du musst dich nicht zieren an der Stelle und sagen, das will hier niemand hören. Das ist zumindest, was mich betrifft, wäre das eine Fehlinterpretation. Und dem möchte ich gleich Vorschub leisten. Ich bin aber dennoch der Meinung, an dem bewussten Donnerstag konnte ich morgens nicht da sein, aus gesundheitlichen Gründen, hätte man da nicht irgendeinen Hinweis loslassen können. Wir standen doch wieder Ochs vom Berg. Wir waren doch völlig an der Stelle überrascht von deiner PM. Hey, ich habe immer mein Handy in Griffweite. Kann man das verflixt nochmal nicht abstimmen? Und im Grunde genommen bin ich der Sichtweise, wenn man schon weiß, das ist ein sensibles Thema in der Fraktion, dann ist es meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, ich sage das auch zu mir, die anderen damit ins Boot zu holen. Auch vielleicht gerade diejenigen, die vielleicht eine ganz andere Position haben oder das kritischer sehen. Wir müssen mit unseren Dissensen konstruktiv umgehen. Und dann verlange ich an so einer Stelle, dass eine Nachricht erfolgt und sagt, du hör mal hier, wir haben irgendwie milden Geldregen aus der Richtung Bund und kann man nicht so argumentieren. Das würde ich gern abgestimmt haben, Dietmar. Dann klappt das auch mit der gemeinsamen politischen Arbeit. Dietmeister. Danke. Ich widerspreche dir jetzt an dieser Stelle überhaupt nicht, Joachim. Fehlerkultur, ich sage nochmal, es war meines Erachtens kein Fehler. Gleichwohl, Bezug nehmend auf meinen Text, den ich vorgelesen habe, ist vielleicht auch untergegangen, weil es eben nur ein kleiner Satz war. Ich wiederhole das, hierzu nochmal, eine zusätzliche Information rumzuschicken wäre schön und auch wünschenswert gewesen, das gestehe ich unverhohlen zu. Ausrufezeichen, steht hier. Und auch an anderer Stelle noch in anderer Version. Deswegen, darüber glaube ich, da sollte kein Zweifel bestehen, dass ich das auch gerne gehabt hätte, habe ich an anderer Stelle im Text auch gesagt. So, was die Entwicklung angeht, die hier ja auch nochmal hätte sein sollen, müssen und so weiter, guckt euch bitte das PM-Pad an, ja, was Ingo rumgeschickt hat. Guckt euch den, wie heißt das da, den Timeshift da, diese Zeit... Wissen wir weiter. Timeslider an. Das, was hier finalisiert worden ist, und zwar hier im Saal und dann natürlich auch noch wiederum oben im Büro zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr, alles, was überhaupt damit zusammenhängt, ist entstanden zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr. Exakt nachlesbar. Da ist nichts irgendwie zwischendurch. Von Essen und so rede ich gar nicht. Ich rede auch nicht von Zeiten bis 22 Uhr oder bis 21 Uhr. Und da möchte ich auch mal eine Lanze brechen für die Referenten, die hier wirklich uns im Team eine unglaubliche Stütze sind, die hier wirklich weit über das Obligationsmäßige hinaus sich einsetzen, inhaltlich wie aber auch zeitlich. Und trotz des erhöhten Zeiteinsatzes ist manches eben einfach nicht immer möglich. Das gilt selbstverständlich nicht nur für die Referenten, das gilt auch für die MDLs, ganz klar. Und ja, die Information hätte sein sollen, nice to have, in der Tat vielleicht sogar must, aber es war absolut nicht machbar. Und wenn ihr die Belastungssituation in so einer Situation mitbekommt, auf der sechsten Etage, was da teilweise abläuft, ihr wisst das ja gar nicht, weil ihr das, naja, oder ihr seid ja nicht immer dabei. Das geht da teilweise wie ein Taubenschlag, ja, aber sowas von. Und von daher, Leute, ich denke, es ist hier nichts passiert, es ist kein Kind in den Brunnen gefallen, glaube ich zumindest. Und von daher, ich denke, wir machen hier einen guten Job alle und deswegen machen wir auch besser weiter so. Und ich glaube auch nicht, und ich habe das jetzt auch alles nicht so verstanden, dass das hier alles gegen mich geht, nur mal so ganz nebenbei. Es geht hier um eine allgemeine Situation. Ich halte da gerne den Kopf für hin, wenn es sein muss. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, das wisst ihr. Und habe auch ein, wie es auch schon mal zu lesen stand, breites Kreuz. Danke. So, und letzter Wortbeitrag. Du brauchst kein breites Kreuz und du brauchst ja auch nicht den Kopf hinzuhalten. Alles Unsinn. Nein, brauchst du nicht. Erstens hatte und zweitens gute Helden. Ja, brauchst du aber gar nicht. Stimmt doch nicht. Nee, finde ich, brauche er gar nicht. Ich möchte einfach nur, wenn klar ist, dass Mittwoch rumtelefoniert wird und die Information weitergegeben wird. Halb elf. Mittwochabend. Egal. Und es wird sich hier donnerstags vormittags getroffen.
dann darf die Information den Donnerstagvormittag auch kommen. Und wenn Zeit genug ist, Mittwoch mindestens 3, wenn nicht 4 Leute oder ich weiß nicht wie viele anzurufen, dann wäre auch Zeit gewesen, eben eine E-Mail rumzuschreiben. Das geht nicht, wenn es nicht fertig ist, dann brauche ich auch nicht zu telefonieren. Ganz einfach, entweder ich habe die Info oder ich habe die Info nicht. Wenn ich die Info habe, muss ich die streuen in die ganze Fraktion. Alle Tose sind alle rausgegangen. Du warst gar nicht da, Tose. Genau. Ich hatte einen Termin genommen. Ihr habt gesagt, ihr könnt jetzt alle gehen, wir machen den Rest alleine. Aber abends. Ja, was? Also, erstmal. Hast du die Info abends gekriegt? Sind mehrere Leute abends angerufen worden? Ich habe uns mehr oder weniger rauskomplimentiert. Das brauchen wir euch nicht. Und warum kann man die Info nicht in eine Mail packen? Genau diese Info. Ja, das wäre es gewesen. Und das ist der Punkt, um den es eigentlich geht. Genau, das ist der Punkt. Das weiß ich. Genau. Und das bitte ich einfach mitzunehmen. Dafür muss keiner einen Kopf hinhalten. Misstrauen wäre gewesen, wenn ich jeden Tag hier gewesen wäre und jeden HFA-Ausschuss besuchen würde. Das ist Misstrauen. Ganz im Gegenteil. So, egal. Machen wir Plenarpad oder Pause, mir auch wurscht. Ja, dann Frank, los. Ja, um das mit der Information dann auch direkt mal weiterzumachen. Dietmar hat den gestern Abend nach unten geschickt, Änderungsantrag Gemeindefinanzierungsgesetz, hat jeder bekommen. Da geht es eigentlich um eine Auskunft der Landesregierung, die wir dadurch erreichen wollen, Daten bereitstellen, Open Data beherzigen. Das hat jeder bekommen, gestern in der Mail gegen 21 Uhr, glaube ich. Und Moni möchte nicht, dass wir das jetzt machen. Ist fertig, Frank? Dann Moni. Ja, ich würde einen Antrag stellen, darüber abzustimmen. Ja. Ich habe das nicht gelesen, tut mir leid, heute Morgen. Und da es überhaupt keine Zeitnot gibt, wenn wir die Dinge erst zur dritten Lesung einbringen, sollten wir alle die Gelegenheit haben, finde ich, uns das einmal in Ruhe anzuschauen, finde ich gut. Dietmar. Es handelt sich nicht um einen Haushaltsänderungsantrag. Es ist ein Entschließungsantrag zum Änderungsantrag zum Gesetz des Stärkungspaktes, der eben kein Haushalts ist, kein Haushalts- und kein Haushaltsänderungsantrag. Wie gesagt, es ist ein Entschließungsantrag. Die Landesregierung wird aufgefordert, Dinge zu tun, die sie bisher verweigert hat. Dann und auch im Ausschuss letzten Freitag verweigert hat. Zum entsprechenden Tagesordnungspunkt bringen, nicht zu Haushaltsänderungsanträgen, wenn es kein Haushaltsänderungsantrag ist. Dann gehört das ins Plenarpad. Also in der Behandlung des Plenarpads dann nötig? Da stand doch auch ein Plenarpad. Ja. Ja, aber Frank hat gerade das bei Haushaltsänderungsanträgen noch eingebracht. Nee, das war noch nicht fertig. Die Frage war, ob wir zum nächsten Tagesordnungspunkt gehen, zu Plenarpad, oder ob wir jetzt erst Pause machen. Das war... Stimmt, ich habe es richtig hingeschrieben. Moni? Soll ich das jetzt entscheiden? Nein, du sollst es sagen. Dass es hier also der normale Plan ist bis 11:30 jetzt eine Viertelstunde Pause und dann nicht öffentlicher Teil. Können wir uns gerne dran halten. Aber es sind nur 5 Minuten. Ja, ist so. Gut. 4 gleich noch. Dann würden wir jetzt zum Plenarpad kommen. Sehe ich das richtig? Ja. Gut. Liegt jedem vor? Gut. Fangen wir an bei Top 1, Schriftführer. Ich fange oben an, wie unangenehm. Top 2, eingetragen Dietmar. Ihr sagt Stopp, sobald es irgendwas Unklares gibt, bitte. Ja, jetzt hier lesen, konzentrieren. Top 3, Gesetz über die Feststellung des Haushalts. Abstimmungsempfehlung, Ablehnung. Übrigens bei Top 2 war das auch Ablehnung. In Verbindung mit. Dann sind wir schon bei der Redeliste der Haushaltsdebatte in Zeile 49. GFG macht der Toso. Wir tendieren noch zwischen Enthalten und Ablehnung, kommt aber heute Nachmittag noch.
Björn. Das tut mir jetzt leid, dazu sagen zu müssen. Das letzte Mal war heute Nachmittag 16.30 Uhr, 19.30 Uhr und 21.45 Uhr. Ich habe keine Lust, um 22 Uhr das letzte Mal nachzugucken, weil ich euch für morgen fertig, eintragen weiter. Muss. Ich komme hier auf das Pad drauf. Einzelplan 12. Redner Dietmar, noch keine Abstimmungsempfehlung. Oh, tatsächlich. Du ergänzt das jetzt? Ja. Gut. Kommt ihr alle da problemlos drauf auf das Pad gerade? Ja. Einzelplan 02. Unser Redner HFA, wer macht das von euch, Dietmar? Ich habe Michelle da vorgeschlagen, weil, Minister, da geht es ja auch um diese Open-Data-Geschichten. Landesplanung ist das jetzt. Wir sind in Zeile 70. Landesplanung, ja. Ja, Michelle. Michelle, ja. Also da oben ist Michelle. Und bei Landesplanung auch Michelle, ist das richtig? Oder Olli? Ich habe das bisher total übersehen, dass es da extra einen Punkt gibt. Ich muss dann wohl mal mit Michelle drüber reden. Ja. Nein, ich habe Michelle da gerade reingeschrieben. Weil ich die lass den erstmal drin stehen, ich muss noch mal mit ihm reden. Tut mir leid, das habe ich übersehen. Dann bitte zügig. C ist einfacher, Europa und eine Welt. Danke, Nico. Bitte dann an mein Büro die Nachricht, weil wir die Rednerliste für morgen, wir müssen die dann rausgeben. Ne? Das wäre nett, wenn wir das dann auch direkt geschickt bekämen, wer dann nun spricht. Ja, es werden ganz aufgeregte Reden, denke ich auch. Medien macht der Daniel Schwert. Bei Medien Enthaltung, bei allen anderen stehen noch keine Abstimmungsempfehlungen. Ergänzt ihr das bitte jetzt? Ihr könnt das genauso gut wie ich. Einzelplan 05, Ministerium Schule, bla, alles voll. Welche Zeile ist das? Die Einzelpläne werden nur auf Antrag einzeln abgestimmt. Ansonsten wird der Einzelplan gesamt abgestimmt. Das heißt, ich bräuchte bitte eine Abstimmungsempfehlung für den gesamten Einzelplan, so ihr nicht vorhabt. Enthaltung, weiter. Danke. Ja, die Frage ist mit der Landesplanung. Was ist mit der Landesplanung? Wie wollt ihr da? Was ja. Wenn wir an Enthaltung noch was ändern wollen, dann müssen wir da jetzt Gas geben. Ach so. Willst du dich auch enthalten für Landesplanung? Ja, danke. Normalerweise würde ich sagen, Standard ist ablehnen. Aber wenn ihr Enthaltung für den Landesplan haben wollt, ja, dann nee. Sind die Enthaltungen ja damit negiert, dass das wir euch auch ablehnen. Ja. Lasst die Enthaltung ja. Erstmal stehen. Gut, danke. 103 Einzelplan 06, Innovation, Wissenschaft, Ablehnung, Joachim. Joachim, Ablehnung, so war es richtig rum. Einzelplan 11, hier wird Olaf Meinslot netterweise übernehmen, vielen Dank. Und Simone wird reden, insgesamt Ablehnung. In Verbindung damit Schulsozialarbeit, unserem eigenen Antrag sollten wir zustimmen. Er ist es halb. Halb, Pause. Ich mache eben noch den Einzelplan 03 und... Machst du den Tag bitte fertig? Ja, gerne. Einzelplan 03, Frank, Ablehnung in Verbindung mit, ist klar, unserem eigenen Antrag zuzustimmen, muss ich nicht erwähnen. Einzelplan 13, ohne Debatte, Zustimmung. Einzelplan 01, Landtag, Enthaltung oder Zustimmung? Michelle nicht da. 256. Da ich nicht davon ausgehe, dass unseren Änderungsanträgen zugestimmt wird, werden wir da auf Enthaltung gehen. Zweites Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes. Unser Redner ist falsch, das macht der Dietmar. Ja. Ich hab eine Frage zum Einzelplan 01. Ja. Darf ich? Ja. Also, der ist ohne Debatte, das ist mir egal. Wir haben jetzt gerade irgendwie gesagt, Enthaltung. Ich habe jetzt von links gehört, man könnte auch ablehnen. Ich habe von Moni ein Kopfschütteln zu Enthaltung gesehen. Wollen wir da kurz drüber reden oder machen wir einfach, was wir wollen? Aber vielleicht gibt es ja überzeugende Argumente, sich in irgendeine Richtung entsprechend zu verhalten. Also Einzelplan 1, Enthaltung, das war unsere Abstimmung im HFA, im Unterausschuss Personal und auch im HFA. Und zwar bezogen auf die Anträge, die zum Einzelplan 01 gestellt sind. Da geht es auch um diese Streaming-Geschichten und all diese Geschichten. Genau. Da weißt du eigentlich fast besser Bescheid, glaube ich, Toso, als ich. Aber Michelle bestand darauf, das als Enthaltung rauszugeben. Der Herr Donat kam direkt danach zu mir und sagte, Sie haben sich doch jetzt nur enthalten wegen dieser Streaming-Geschichten. Ne? Mhm. Ja, da sagt er, gut, Gott sei Dank. Er war also erleichtert darüber, das dann zu hören. Das möchte ich nur kurz angemerkt. Gut. Weitere Anmerkungen dazu?
Nico. Ja, ich war derjenige, der jetzt gerade von links auch das Ding mit der Ablehnung mal in den Raum werfen wollte, weil wenn der ich habe nur gehört, Änderungsanträge, wenn die abgelehnt werden, ist es so, weiß ich nicht, kommt bei mir auch mal so dann der Gedanke auf, dann stimmen wir halt dagegen, weil unsere Änderungsanträge nicht aufgenommen werden. Aber wenn ihr sagt, im HFA, ihr habt das begründet mit der Enthaltung, in Kenntnis dieser Sachlage, dann ist das für mich auch okay. Gut. Ja. Manchmal machen wir Dinge begründet. Ja, das stimmt, das weiß ich auch oft nicht. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mich enthalte oder vielleicht zustimme, weil die Landtagsverwaltung inzwischen ja einen Plan vorgelegt hat, wie die Dinge umgesetzt werden, die wir möchten. Und ich werde mir das noch überlegen. Ich werde eventuell auch zustimmen. Daniel. Also genau diese wichtige Information veranlasst mich persönlich dazu, den Einzelplan 01 nicht abzulehnen, sondern mich dafür zu enthalten oder in dem Bereich tatsächlich zu enthalten. Also ich würde da wirklich appellieren, dass wir uns an der Stelle enthalten, nicht ablehnen, denn es gibt eine Lösung, die ist zwar nicht so, wie wir es wollen, aber doch, ich sag mal, einigermaßen für uns auch tragbar und geht in unsere Richtung und würde auch ganz sicher hier nicht stattfinden, wenn nicht die Piratenfraktion hier im Landtag wäre. Ja? Also das kann man so entsprechend auch kommunizieren, das können wir auch mit einer Enthaltung entsprechend kommunizieren, dafür müssen wir nicht ablehnen, dafür sollten wir allerdings auch nicht unbedingt zustimmen. Ich fände es schön, wenn wir da wirklich auch einheitlich uns enthalten würden an der Stelle. Ja, das muss man halt sehen. Aber vielleicht können wir das da mit dem Vertrauen machen und den zuständigen Abgeordneten. Nur als Hinweis. Ach Quatsch. Doof, ich weiß. Gut. Punkt 4, zweites Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktes. Dietmar, da fehlt noch die Abstimmungsempfehlung. Ausnahmsweise Ablehnung. Ganz überrascht. Wir sind in Zeile 161, genau. Ganz überrascht. Genau. Direkt danach direkte Abstimmung, Zwangssoli, Enthaltung. Ich begründe das jetzt alles nicht. Wenn Rückfragen sind, bitte aufbaut mir. Ja. Punkt 5. Redet Olli, Zustimmung zur Ausschussüberweisung. 6. Vorratsdatenspeicherung stoppen. Daniel, Zustimmung. 7. Bei der 7 müssen wir ergänzen. Da wird es einen Änderungsantrag und Schließungsantrag der Piratenfraktion geben. Wann? Bitte? Wann? Der ist unterwegs. Gut. Der hat noch keine Drucksachennummer, aber da habe ich schon mal über die, wenn ihr euch möglicherweise okay, am Montag im Mumble drüber gesprochen, da haben wir auch drüber abgestimmt. Insofern füge nur hinzu, damit... steht schon drin. Der steht schon drin. Zeilung 200. Da steht schon drin. Dann habe ich ihn noch nicht gesehen. Alles klar. Schreibe ich das nachher. Gut. Dass Schreibreform das nachher auch mit in seine Liste übernehmen kann. Darum ging es mir jetzt gerade. Da habe ich volles Vertrauen. Entschuldigung. Ja. Punkt 8, Gesetz zur Änderung Flüchtlingsaufnahmegesetz, Redner Frank, Zustimmung. Punkt 9, Änderung Landesreisekostengesetz, zweite Lesung zu Protokoll, Zustimmung. 10 entfällt, verschoben auf Dezember. 19 zur Einführung Altersgrenze, Joachim, Enthaltung. Und damit wären wir Mittwoch durch. Pause. Bitte? Nee, die kann das noch schneller und charmanter. Wann treffen wir uns wieder? Um 20 vor, 5 Minuten Pause? Viertelstunde Pause, also um 10 vor 12 sind wir wieder hier. Aber nicht öffentlich. Dann im nicht öffentlichen Teil. Lieber Stream, bis nächste Woche. Bitte? Nein. Nach der Pause machen wir doch noch bis zum Ende des Plenarpads den öffentlichen Teil und danach dann nicht öffentlichen Teil. Entschuldigung, lieber Stream, mein Fehler. Wir machen dann weiter im Plenarpad. Ich twitter das auch gleich ab Zeile 247. Lieber Stream, es geht weiter. Wir sind beim Plenarpad. Ich habe das eben auch per Twitter, glaube ich, hier rausgeschickt. Wir befinden uns in Zeile 247, also quasi am Donnerstag, übermorgen, 28.11. Es geht los mit Punkt 1, innovativerweise.
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans. Reden wir dazu der Dietmar Ablehnung. Gibt's? Moni, möchtest du was sagen? Ich glaube nicht, dass da geredet wird. Das ist nur noch mal das Aufrufen, dass wir weitermachen. Also ich glaube nicht, dass es da noch ein extra Redeslot gibt. Es gibt nur Einzelpläne. Genau, also da ist nicht noch mal ein extra Redeslot, sondern da wird nur angekündigt, dass wir jetzt weitermachen über die... Danke, reicht. Dann redet der Dietmar dazu nicht? Nö, halt Mittwoch. Halt Mittwoch, genau. Dann geht es weiter, Abstimmungsempfehlung ist drin, geht es weiter mit der Finanzplanung. Auch da ist die Abstimmungsempfehlung drin. Weitere Abstimmungsempfehlung, dann geht es weiter mit der Redeliste Haushaltsdebatte, Einzelpläne. Ja. Einzelplan 14, Daniel wird reden zu Wirtschaft, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Zu Energie wird Kai reden, so er denn gesundet ist. Gute Besserung von hier aus. Ich habe jetzt hier nur eine gesamte Abstimmungsempfehlung, Ablehnung. Das wird dann so passend für beide Einzelgebiete. Ja, genau. Wird für beide Einzelgebiete dann so passen, dass sich das entsprechend kumuliert. Einzelplan 07, Zeile 299, Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport. Redner, einmal der Kollege Düngel, der Kollege Lammler und nochmal der Kollege Lammler. Möchtest du dazu was sagen? Ja, ich habe dazu eine Frage eigentlich an Lukas. Wir hatten uns ja im Sportausschuss seinerzeit gegen den Einzelplan entschieden. Ich bin mir also unsicher, ob die Empfehlung einer Enthaltung da richtig ist. Zudem weiß ich nicht, wie wir uns in Kultur verhalten haben. Da müsstest du vielleicht noch mal ganz kurz was zu sagen. Lukas. Ja, im Bereich Kultur haben wir uns enthalten. Wie habt ihr euch im Familie, Kinder, Jugend verhalten? Wir haben uns da enthalten. Also ich könnte mir aber auch vorstellen, den Einzelplan gesamt abzulehnen, weil unser Antrag vermutlich ja nicht angenommen wird. Also den wir auch für den Bereich Familie, Kinder, Jugend gestellt haben. Ja. Also zurzeit steht das Ding auf Enthalten. Haben wir Vertrauen zu dem Fachabgeordneten? Ja, sind genau, deswegen... Genau, also sind ja drei Fachbereiche betroffen. Also ich, Sport kann, haben wir uns ja dagegen entschieden. Wir haben gegen den Haushalt gestimmt, genau. Aus Gründen der Inklusion übrigens. Ja. Kinder, Familie, Jugend habt ihr euch auch dagegen entschieden? Nee, Familie, Kinder, Jugend haben wir uns im Ausschuss enthalten, ne, Olaf? Ja. Wir haben uns enthalten, obwohl wir einen eigenen Antrag gestellt haben, der abgelehnt wurde. Das war der mit dem Kinder- und Jugendförderplan, den um 5 Millionen Euro zu erhöhen. Das finde ich jetzt nicht so witzig. Entschuldigung. Ja, das hat nichts damit zu tun, gar nichts. Ja, das beruhigt uns sehr, dass du bei uns bist. Ja, also zweimal enthalten, einmal dagegen. Wird ganz pragmatisch eher enthalten sein. Gut, Einzelplan 15, Ministerium Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter. Reden wird Olaf und bei Emanzipation Grumpy bzw. Birgit. Ihr habt euch geeinigt auf Grumpy. Insgesamt Ablehnung, Einzelplan 10, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. Reden wird der Danebot, die Simone. Und was ist bei Klimaschutz? Danebot, Kai, Danebot. Alles klar, ja, kommt der Rest weg. Kai ist ja vielleicht nicht da und ich denke, dann mache ich das auf jeden Fall, wa? Danke. Zustimmung, Simone? Ich hatte das ja da reingeschrieben, dass das so nicht das ist jetzt für euch eigentlich nicht wichtig, aber wir haben in Summe 10 Minuten für A bis C, die teilen uns Danebot und ich mit jeweils 5 Minuten auf. Ihr habt in Summe 10 Minuten und ihr Nein. teilt das A drei bis Punkte C A. hat zusammen 10 Minuten, doch, war letztes Mal auch so. Und ihr teilt das dann in 3 mal 5 auf. Genau. Ich zeig dir das. 10 Minuten in 3 mal 5, das verwirrt mich an der Stelle. Nein, in 2 mal 5. 2 mal 5. Also ich mache Verbraucherschutz und Landwirtschaft und Danebot macht Umwelt und das sind die 2 mal 5 Minuten. Ah. Also mache ich Verbraucherschutz in Verbindung mit Landwirtschaft. Björn? Ja. Teilbereich. Also B bis D hat insgesamt 5 Minuten und A hat 10. Wir machen das einfach anders. Wir machen Umwelt 5 Minuten. Wir machen das einfach und anders. Das ist gut. Verbraucherschutz, Landwirtschaft und 5 Minuten Klimaschutz. Danebot, bleibt es bei der Abstimmungsempfehlung? Ja. Hat sie mir so auf dem Ausschuss gemacht? Gut. Was? Jeder vorgehört. Nee, das war letztes Mal auch nicht. Das war letztes Mal auch so. Also wir haben in dem Bereich einfach nichts wirklich Schlimmes finden können. Das sind ein paar Sachen, die natürlich nicht ausreichend sind.
aber insgesamt auch nicht genug, um das abzulehnen oder eine Enthaltung wäre da auch nicht sinnvoll. Dafür sind einfach ein paar Sachen da drin. Danke. Gut, kommen wir schon zum Einzelplan Olli 09, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. Stefan wird reden. Nee, Olli und Stefan, so rum ist richtig. Olli zu Bau, ich zu Verkehr. Also. Gut, insgesamt Ablehnung. Gesetz zur Änderung des Landesforstgesetzes. Simone, ist das schon wieder so ein Tannebaumantrag? Es ist final. Jetzt also der Tannenbaumantrag wird im Zusammenhang mit der Änderung des Landesforstgesetzes besprochen nochmal und dann eben auch abgestimmt. Also ich werde dann eben auch abgestimmt. Es ist schön, dass wir das so ein bisschen in die Weihnachtszeit gerettet haben. Haben wir es geschafft? Haben wir geschafft, werde ich auch was zu sagen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Punkt 3. Sprachliche Bildung geschieht im Alltag. Sprachförderung im Elementarbereich neu ausrichten. Wir haben 2,5 Stunden, ne? 14:30 bis 17 Uhr. Das heißt, ihr werdet schon. Gut. Wir haben 2,5 Stunden. Björn, Nachfrage, Zeile 382, 6 Fragezeichen, Situation der Polizei und Kriminalitätsbekämpfung in Nordrhein-Westfalen, große Anfrage Nummer 4 der CDU. Warum stehen da die Fragezeichen? Okay, dann sind wir schon bei Punkt Alt 5, Neu 4, sicherer Aufenthalt für Edward Snowden. Der Daniel wird dazu reden, also Schwert, und wir empfehlen eine Zustimmung. Neu 5, Versorgungsengpässe in der Ü3-Betreuung ernst nehmen und frühzeitig beseitigen. Olaf spricht dazu, Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Die Fragestunde fällt aus. Ist Kollege Witzel krank? Gute Besserung von dieser Seite. Moni wollte das nochmal klären. Punkt. Ist eine Top-Down-Entscheidung. Ups. Oh. Was hat er gefragt? Ah, schon gut. Dann ist Neu 6 Gesetz, also Zeile 400, Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristung und anderer Vorschriften im Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums. Zustimmung zur Ausschussüberweisung ist nur eine Einbringung. Das heißt, wir reden nicht für den geneigten Stream. Alles nur Einbringung und auch nur zu Protokoll, also auch nicht Rede der Landesregierung. Werden alle zu Protokoll eingebracht, nur Landesregierung. Weiter. Genau. Dann kommen wir zu 13, das ist nicht Einbringung zu Protokoll, sondern ohne Debatte, das ist auch sehr schön. Zustimmung zur Ausschussüberweisung, Punkt 14, Zustimmung. Bei 19 geht es mit Unklarheiten weiter. 15, 16, 17, 18, 19, danke. Gibt es bis einschließlich 18 noch Nachfragen? Gibt es nicht. Dann Punkt 19, Nachwahl eines ordentlichen und eines stellvertretenden Mitglied des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses Nr. 1. Fraktion der SPD, die wollen da neu besetzen. Wir stimmen zu, gehe ich von aus. Danke. Punkt 20, Nachwahl eines ordentlichen Mitglieds des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses Nr. 2, ebenfalls die SPD. Wir stimmen da auch zu, gehe ich von aus. 21, in den Ausschüssen erledigte Anträge, Zustimmung stand da gerade. Punkt 22, Beschlüsse zur Petition, Zustimmung. Dann sind wir schon am Freitag. US-Militärforschung an NRW-Hochschulen aufklären mit einer Drohne. Sprechen wird wahrscheinlich der... Ach, das steht da nicht, habe ich vertan. Keine großen Einsprüche gibt, hat eine Fragezeichen gepasst dazu. Ja, erste Rede Joachim, zweite Rede Oliver. Gibt es dazu Widerstände? Sehe ich nicht. Punkt 2, Energiewende darf Arbeitsplätze nicht gefährden. Landtag Nordrhein-Westfalen wehrt sich gegen die pauschale Streichung von Ökostromrabatten. Sprechen wird dazu der Kai, so er denn gesundet ist. Ich habe hier noch keine Empfehlung. Das möchte ich gerne. Wo das der FDP-Antrag zur Energiewende ist, was meinst du? Was könnten wir da machen? Das ist bestimmt total angenehm, wahrscheinlich. Ne? Ja, ihr im Haushalt. Ja, aber da steht das für Arbeitsplätze. Gut. Stopp mal eben. Du kennst den Antrag noch nicht, richtig? Ich fürchte auch, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass wir uns in dem Bereich, dass wir einen FDP-Antrag ablehnen. Aber kurzfristigst. Ja. Danke. Okay. Kann ja sein, dass da irgendwie ein Wunder passiert ist bei der FDP und die plötzlich von einem... Ja, seitdem die nicht mehr in der Regierung sind, sind die immer ein bisschen komisch. Ja. Manchmal vernünftig ja. Und so. Gut, wir sind bei Zeile 520, meine sehr geehrte Schulklasse.
Punkt 3. Land muss umfassende Aufsicht über wirtschaftliche Betätigung von Kommunen in schwierigen Finanzlagen garantieren. Schwieriger, Entschuldigung. Reden wird Frank. Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Punkt 4. Begrenzung der Aufnahme syrischer Flüchtlinge aufheben. Simone wird regen. Zustimmung. Punkt 5. Gesetz zur Aufhebung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen. Da werde ich zu reden. Wir stimmen der Überweisung zum Ausschuss zu. Keine direkte Abstimmung mehr. Wollten wir es nicht? Egal. Punkt 6. Offene Zugänge zum Internet schaffen. Daniel spricht. Zustimmung. Punkt 7. Schulleitermangel an den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen. Landesregierung muss endlich handeln. Monika spricht. Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Punkt 8. Forderung nach dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur internationalen Initiative Open Government Partnership. Frank wird reden. Zustimmung. Punkt 9. Landesregierung darf Lehrerinnen und Lehrern keinen Maulkorb erteilen. Moni wird reden. Keine Empfehlung. Mach ich gleich. Nee, jetzt. Ich befürchte, da kommt gleich wirklich eine kurzfristige Entscheidung. Ja, wir haben ja noch nicht alle Infos. Also wir sind ja. Gut. Punkt 10, Abfahrt nach Bremen. Steht aber nicht im Pad. Ich habe noch zwei Fragen. Willst du uns nee, ihr fahrt, ich bleib hier. Daniel. Eine Frage an Moni. Wir hatten gestern darüber geredet. Ich weiß aber nicht, ob noch eine Antwort gekommen ist bezüglich irgendwelcher Verschiebungen von Freitag auf Mittwoch oder Donnerstag. Gab es da noch mal eine Reaktion seitens der? Achso, nee, habe ich keine Reaktion erhalten. Ich habe noch mal eine Mail geschrieben. Also bleibt das jetzt so, wie es im Prinzip ist. Okay, dann hat sich das erledigt. Gut, weitere Nachfragen? Mikro aus hier. Ja, das tut mir sehr leid. Ja. Macht sich ja nicht schlimmer, mich hinterher anzulügen, ne? Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Das geht's. Schlimm. Gut. Dietmar! Los geht's. Keine Nachfrage, aber da wir mit dem Pad jetzt oder mit dem Redepad da quasi durch sind, müsste ich oder würde ich gerne nochmal auf diesen Entschließungsantrag zum Stärkungspaktgesetz zurückkommen. Das ist Mittwoch. Das hatten wir ja verschoben, ne? Haben gesagt, das passt ja nicht zu den Haushaltsänderungsanträgen. In der Tat nicht, sondern es geht da, ist ein Transparenzantrag. Wir wollen Infos vom Ministerium, von der Landesregierung. Die haben aufgrund einer, um kurz zu erläutern, Anfrage im Oktober nur aggregierte Zahlen geschickt zu den einzelnen Kommunen, die im Stärkungspakt sind. Und haben auch am Freitag, deswegen ist der Antrag jetzt auch erst da. Für unsere Freunde im Stream, es ist Zeile 161, zweites Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes. Genau, ne? Haben am Freitag im Kommunalausschuss sich komplett geduckt gehalten. Gleichwohl haben SPD-Abgeordnete ganz fleißig zu diesen Einzelzahlen von Kommunen geredet. Und der Minister hat auch noch mal deutlich gemacht, dass man sehr wohl zu einer Differenzierung, ob und inwieweit das, der Stärkungspakt wirkt, eben Einzelzahlen braucht zu den jeweiligen Kommunen. Diese werden uns aber bisher verweigert und jetzt die Aufforderung, offiziell einen Entschließungsantrag zum Änderungsantrag Stärkungspaktgesetz, diese Zahlen nun endlich zu liefern. Der Antrag ist fertig, Dietmar? Ja, danke. Hast du gestern Nacht noch gemacht, weiß ich. Wollte ich nur darauf hinweisen. Wollte ich noch darauf hingewiesen haben, ja. Dankeschön. Gut, gibt es da noch Rückfragen zu? Soweit ich das mitgekriegt habe, ist das mit den Fachabgeordneten abgesprochen worden. Und der Antrag ist, glaube ich, auch schon übersandt worden. Ne? Ja. Nicht an Antrag. Dann wird es Zeit. Ja. Gut. Weitere Fragen zum Plenarpad? Sehe ich nicht, dann würde ich den Tagesordnungspunkt Plenarpad an der Stelle verlassen. Wir würden dann jetzt zum nicht öffentlichen Teil Personalangelegenheiten kommen. An der Stelle kann ich den Stream jetzt verabschieden. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hoffe ich. Was auch in der nächsten Woche meistens ist. Also jetzt von Dienstag aus gesehen.